Song. Them bells and frolic, oh by gosh, some stalling. Eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year, I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears, a toast to him, that red-nosed deer. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. Hours and minutes till the last week of December. For me, the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons. Come and raise your glass and sing. No need for other reasons. Glory to the newborn king. I drink to Santa and his helpers too. Here's to mistletoes and here's to you. Jingle them bells and frolic, come, let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year, the best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Hear, hear. Are playing loud and clear. Dong, ding, dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding, dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow, chestnuts, open fires, lights from long ago. Hark the herald, all ye faithful,
golden days of yore. Listen to the same old songs a thousand times and more. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Stolen kisses neath the mistletoe, to celebrate that toddler born 2,000 years ago. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Ding dong, ding, them bells are ringing clear and bright. Doggone bells they ring throughout the night. You spouse of kin and child of sibling, come and gather near. Eat and drink, invade my house like every single year. Ding dong, I'm insane, it's Christmas time again. Sin tus caderas no puedo cantar, sin tus caderas no puedo gozar, sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar, sin tu cadera mi melodía no vale nada. Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas, sin movimiento, mi
parar. Sin tu cadera mi melodía no vale nada. Ay, 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 pa' la sierra. Dieser Fahrlehrer wünscht Ed Olli einen schönen guten Morgen und Grüße an die Gefolgschaft.
Meetings zurück. Lieber Küstenfahrlehrer, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Kaffee läuft nicht durch. Ich weiß nicht, was da los ist. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's deiner Mama, Olli? Da ist sie doch, die DJ. Also gestern ging's ihr noch gut. Was so über Nacht passiert, das weiß ich halt nie, ne? Ja, die Kamera ist noch so eingestellt vom Singsang, ne? Ich kann die mal runterholen. Solange meine Maschine versucht, irgendwie den Kaffee an den Start zu bringen, habe ich übersehen. Bei der ganzen Orga habe ich das übersehen. Warte. Aufmachen. So. Ist es so besser? Kojak, guten Morgen. Ich dachte, das dritte Grind-Event steht schon. Ich dachte, ich kann mich da jetzt von Anfang an einbringen und so. Nein. Was ist das für eine Organisation eigentlich, ha? Jetzt mal ganz ehrlich. Masterwert, wunderschönen guten Tag. So, meine Alexa ist auch leer. Aha, da ist sie wieder. Gerade mal bei 2%, aber schon wieder voll einsatzfähig, verstehst du? Die sich einfach geentladen. Hallo? Was ist hier los? Hallo? Ja, dann probieren wir doch einfach mal, ob das jetzt klappt oder nicht. Wer war am Samstag dabei? Es ist immer so, im Zeichen des Betrachters, bei Musik, ob es einem gefällt oder nicht. Ne? Geiler Sound. Ich weiß, das ist immer schwierig. Ich möchte euch nur wissen lassen, dass wir Spaß hatten für 10. Und wir haben ja auch wirklich jemanden dabei, der richtig singen kann. Ne? Ich arbeite ja immer noch daran, den Martin mit an den Start zu bringen. Ne? Den Herrn Kisichi. Und dann haben wir schon 2 Leute, die richtig singen können. Ne? Das wäre dann halt auch schon richtig lustig. Und solltet ihr Angst haben, weil im Text steht, alles wird anders, solltet ihr Angst haben. Es wird alles anders. Also bis Dezember wird alles anders. Samstag war klasse, das freut mich sehr. Musik ist immer relativ, ne? Du kannst halt, und es ist Karaoke halt, ne? Ich finde das halt lustig, ich finde das bescheuert, ich fand das halt cool mit dem Text einblenden, dass ihr zu Hause vielleicht euch ein Bier aufmacht und mitgrölt. Hättest du mir vor 3 Jahren gesagt, dass ich überhaupt jemals irgendwie Karaoke singe, hätte ich diese Mütze und dieses Brillengestell genommen und es dir in Öffnungen geschoben, von denen du gar nicht weißt, dass du sie hast. Aber allein dabei zu sein, wie Björn singt, ist halt so unfassbar. Der Mann kann halt so gut singen, das ist eklig. Ne? Man könnte meinen, der hat das gelernt und macht das professionell. Ist aber nicht so. Ja, Schaulöffel.
Aber ich finde, Björn war schon echt stark. Noch stärker war seine geile Jacke. Ja, also die Klamotten, die macht Björn übrigens selber. Ne? Das ist auch der Knaller. Björn, ich frage mich manchmal, ob es irgendwas gibt, was der Mann nicht kann. Ne? Also das würde mich wirklich interessieren. Irgendwie. So, jetzt hole ich mir noch eben was Warmes zu trinken. Jetzt mache ich mir noch eben was Kaltes zu trinken und dann können wir loslegen. Ich habe euch nämlich eine unschöne Sache zu erzählen. Also für euch unschön. Björn ist immer der Hammer. Danke für den tollen Stream. Ja, Björn ist wirklich der Hammer. Ich habe immer nur Spaß, ne? Und ich glaube, ich hoffe, das merkt ihr auch irgendwie. Und das ist es halt, was es machen soll. Spaß, nichts anderes, ne? Der Marvin... Der Marvin aus dem Kult, das ist eine Karaoke-Bar in Bochum, der kann halt zur Abwechslung auch singen und ist, spielt auch ab und zu mit Björn in einer Band. Muttern, sind wir im 53. Monat. Und alles auf Stufe 3. Du gönnst deinem Jungen aber heute. Vielen Dank. Und moin Matt, moin Mila. Es ist hier gemütlich im Studio, ja, auf jeden Fall. Das ist es. So, also, heute ist Dienstag. Ne? Der Montag ist ja heilig bei uns. Es sei denn, es passieren Ausnahmen. Gestern wollte ich eigentlich anfangen zu streamen. Soll ich eigentlich den scheiß Schnee ausmachen oder soll ich ihn anlassen? Ich wollte mich eigentlich nur drüber lustig machen, aber ich habe vergessen, ihn wieder auszumachen. Ah, und ich habe Jay Dizzle, guten Morgen, übrigens auch dir, Bart, guten Morgen, True Lies Boy, Klaus, vielen Dank, Paul, nochmal. Ne? Ich habe vorhin die Kollegin Amurant eingeblendet, aus dem Grund, wenn ich diesen Fernseher anmache, den ihr nicht sehen könnt, der hinter dieser Kamera steht, ne, wo mein Chat läuft, wo ich das Bild habe zum Gucken, ob alles läuft oder nicht, Bayerischer Rebell, guten Morgen. Und ich mache Twitch an, ich bin nicht angemeldet. Ist das Erste, was man mir vorschlägt, immer. Immer, wenn sie online ist, Amurant. Und ich wollte euch nur mal zeigen, wie das ist, wenn man ungefragt vor die Nase gesetzt bekommt, wie jemand an zwei Mikrofonen rumlutscht. Ey, sollen sie alle machen? Moin Templer, alle. Sollen sie alle machen. Und die ist ja auch eine Hübsche, das muss man mal ganz einfach sagen. Moin Hoschen. Aber wenn du anmachst und dann sitzt da jemand und schlabbert an zwei Mikrofonen rum, dann ist das sehr verstörend. Also zumindest für mich im ersten Moment. Aber ich freue mich, dass es den Content gibt. Wünsche der Kollegin alles Gute. Aber möchte nur kurz mal, falls ein Twitch-Mitarbeiter zuschauen sollte, sagen, wenn Leute meines Alters, die ich endlich überredet habe, mal auf Twitch reinzugucken, das Erste, was sie sehen, das ist, dann denken die sich,
Ah ja. Und du lutscht jetzt an deinem Bart rum, oder was? Ne? Das ist halt komisch. Ne? Also, das nicht angemeldeten Leuten vor die Nase zu knallen, ist schwierig, finde ich. Ich komme mir komisch vor, wenn ich hier zugucke bei ihrem ASMR. Ich kann das nicht. Ne? Ich weiß nicht mal, ob ich sie jemals habe reden hören. Aber nochmal, ich glaube, sie ist sehr intelligent. Ich glaube, sie ist sehr hübsch. Ich kann mit dem Inhalt nichts anfangen, aber das ist ja Geschmackssache. Ich wollte nur mal den Leuten zeigen, wenn man unvorbereitet sowas vorgesetzt bekommt, ist das halt genau auch schon verstören. Ja? Und nochmal, ich glaube, das ist eine ganz coole. Ich glaube, die weiß, was sie tut. Und ich finde sie super hübsch. Ist halt so, soll man sagen. Ist halt ein Unterschied, ob man eine App öffnet, noch nicht angemeldet ist und Gronkh angezeigt bekommt, wie er Minecraft spielt. Oder halt, ne? Schwierig. Ich kann verstehen auf jeden Fall, dass es dass Leute sich denken, ach du Scheiße, was ist da los? Ne? Wo bin ich hier gelandet? Ich find's eigentlich ganz lustig. Mittlerweile finde ich es lustig und cool. Und allein auf die Idee zu kommen, sich durch zwei Mikros so einen Raum zu schaffen, wo du am rechten und linken Ohr rumschlabberst, finde ich voll geil. True Lies Boy. Im Endeffekt macht sie alles richtig, wenn wir ehrlich sind. Ist nicht mal. Ja, ey, alles super. Alles super. Alles cool. Alles cool. Würde ja mal raiden, um alle zu verstören, Olli. Würde die ja mal raiden. Nein. Wenn ich aufhöre. Ich weiß gar nicht, wo sie sitzt, aber wenn die. Ich weiß gar nicht, ob das die gleiche Zeit ist überhaupt irgendwie. Aber ich könnte mir mal ein Bikini anziehen. Und die beiden Mikros, wir haben ja am Wochenende auch zwei Mikros angehabt. Ich habe ja jetzt zwei Mikros angeschlossen im Moment. Kann das eine Mikro hier hinstellen, das andere Mikro hier hinstellen und dann mal rumschlabbern. Das kann ich auch. Es ist halt nur doof. Ich will mich halt über die Person auch nicht lustig machen. Ne? Das ist es halt eigentlich. Also, Cory, guten Morgen. Grüße aus dem Auto. Fährst du zur Arbeit, Madame? Guten Morgen. Haschnatter, guten Morgen. Dr. Obi. Aber die ist auf meiner Blockliste, damit sie mir nicht angezeigt wird. Ja, nur wenn du nicht angemeldet bist, wenn ich nicht angemeldet bin, kann ich auch niemanden blocken. Dafür kann ich aber auch Leute gucken, bei denen ich blockiert bin zum Beispiel oder so, ne? Der Bart kitzelt auch noch so schön. Cody Mann! Ach, Kojak. Gruß in die Schweiz übrigens. Kojak macht gerade Auszeit in der Schweiz. Wer sich übrigens nochmal beschwert, dass er irgendwo am Wochenende hinfahren muss zu irgendjemandem, so 2-3 Stunden, ne? Kojak fährt immer in die Schweiz. Das ist halt schon krass, finde ich. Chantal! Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, ist der Toaster angeschlossen? Yeah, Baby. So, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gerutscht. Ich hoffe, yeah, guten Morgen. Ich hoffe, es gab, ich habe jetzt Poker Go. Pass auf, mein Junge. Habe ich auch übrigens jetzt Poker Go. Ich verstehe das Prinzip von Poker Go nicht. Ich sag dir eins. Ich habe gestern irgendwann Pause gedrückt, als ich eingepennt bin. Das war, glaube ich, um 2 Uhr morgens oder 2:30. So lange habe ich geschlafen. Von, ich schätze, 2:30 bis um 6. Karaoke war echt geil. Am besten war der, der den Teppich beim Singen angezogen hatte. Hanulchen. Das war Björn Pankratz von Piranha. Das ist der Chef von Piranha Bytes. Wird's kalt in der Bude oder warum ist die Mütze auf dem Schädel? Hast du ein Problem irgendwie mit meiner Mütze oder was, Sivox? Hast du keine auf? Warum hast du keine Mütze auf? Ist zu warm in der Bude oder was?
Deswegen sag mir bloß nicht, ob die schon bei den Final 9 sind oder nicht. Oh, Werbung. Sivox, ich liebe Mützen eigentlich. Ich bin früher sogar im Sommer mit Mützen durch die Gegend gerannt und so. Werbung, Werbung. Ja. Weil ich erkältet bin. Selber schuld, ich weiß. Es schneit doch bei Olli, ist doch klar, dass er Mütze trägt. Ja, das ist halt so ein Ding. Wenn euch das auf den Sack geht, schalte ich das sofort aus. Ich habe einfach vergessen, es wieder auszuschalten. Ehrlich, ich habe es einfach vergessen, es wieder auszuschalten. Das ist alles. Ja. Also, sag mir nicht, ob die schon bei den Neuen sind oder nicht. Darf ich mir jetzt wieder 5-mal Werbung geben? Ja, dann musst du halt ganz einfach... Also bei mir waren es nur 2-mal Werbung, 10 Sekunden. Bei mir ist schon wieder vorbei. Deine Netzhaut löst sich ab. So, Ramon. Ja, eine Sache finde ich, wenn wir uns im Vergleich dazu anschauen, wie manch andere Leute auf Twitch durch die Gegend singen, finde ich, war das bei uns wenigstens lustig und wir hatten wenigstens eine Person dabei, die locker professioneller Sänger sein könnte. Ne, insofern, ich weiß, dass ich mich auf keine Straße stellen dürfte, aber ich habe Spaß. Und bei mir ist es ja auch eher grölen als singen. Ne? Aber ich habe auch, tu ja auch nirgendwo so, als könnte ich singen. Weißt du Bescheid, ne? Es geht ja auch um den Spaß. Ey, Oschen, nimm deine, klemm deine Frau unter den Arm und komm rum Wochenende. Ich habe das jetzt für einen Monat, habe ich das jetzt gebucht, sozusagen. Diese Karaoke-Maschine da. Und, alleine kann ich halt kaum mehr als 2-3 Lieder irgendwie, ne, müsste mal. Ich meine, wir haben ja auch am Samstag ausprobiert einfach. Aber das wird, glaube ich, auch langweilig halt, ne? Du brauchst halt schon jemanden irgendwie, der es wenigstens ein bisschen kann. Aber ich habe Bock, das nochmal zu machen. Allerdings, ich weiß nicht, wer folgt mir auf Instagram? Das wäre nicht unwichtig. Also kurz 2 Sachen. Der Goldfox TV, der Fabi, der hat zum Beispiel gestern rausgehauen, dass er sich jetzt erstmal eine Twitter-Pause nimmt. Weil ihm Twitter zu toxisch ist, gerade jetzt mit der Impfnummer und so. Da können wir von mir aus gleich auch, Paddy, moin, drüber reden und so. Das ist mir wurscht, aber... Falls es euch aufgefallen ist, ich gebe mir auch keine Mühe mehr auf Twitter. Ne? Falls also Twitter eure Plattform ist, das Einzige, was ich da noch tue, ist die Sachen, die ich bei Instagram raushaue, retweeten. Ich konzentriere mich da auf Instagram, da sind auch die meisten Leute am Start. Und Arten Games, Arten Games heiße ich auf Instagram. Einfach mal folgen. Ihr könnt auch eingeben, Ausrufezeichen YouTube. Wir nähern uns den 400 Mitgliedern und den 4000 Viewstunden. Wenn wir 1000 Mitglieder haben und 4000 Viewstunden, dann sind wir YouTube-Partner. Dass ich mal YouTube-Partner werden könnte, überhaupt hätte ich nie gedacht. Ich habe gestern eine Story aufgenommen, ne, und habe gesagt, ich freue mich tierisch auf heute und auf die nächsten Tage. Und habe mich hingesetzt und habe die Arten Games weiter geplant und so. Und bekomme um 17 Uhr eine E-Mail, die wie soll man das sagen? Wenn man von jemandem um 17 Uhr und also wenn ich weiß, ich habe um 8 Uhr morgens, ihr macht um 9 Uhr auf und ich schicke euch um 8 Uhr morgens eine E-Mail, damit ihr die E-Mail habt, wenn ihr um 9 Uhr morgens aufmacht und wenn irgendwas ist, könnt ihr euch bei mir melden. Und um 17 Uhr macht ihr dicht
Und um Punkt 17 Uhr, das Letzte, was quasi in deiner, wo auch immer du bist und was auch immer du machst, du tust, ist eine E-Mail verfassen an mich mit den Worten: Sehr geehrter Herr Petri, ich möchte Ihnen mitteilen, ich bin nicht mehr für sich zuständig, bitte schreiben Sie jetzt nur noch Herrn so und so, bla bla bla. Und das dreht einmal quasi deine komplette Planung auf den Kopf. Dann ist das sehr unschön. Weil du, das ist halt meiner Meinung nach ist das Absicht. Und das ist auch von der Person nicht zum ersten Mal gemacht. Ich bin auch nicht böse darum, dass diese Person nicht mehr für mich zuständig ist. Aber ich weiß jetzt nicht, was das heißt. Da bin ich auch ehrlich. Geht halt mal wieder um mein Steuerbüro. Ich weiß nicht, ob er gefeuert worden ist. Ich weiß nicht, ob er keinen Bock mehr auf mich hat. Ich weiß nicht, was das soll. Da ruft einen keiner an, gar nichts. Ich werde das heute versuchen zu klären. Aber ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Das muss man halt auch klären. Und war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich ungeil, das sage ich euch gestern. Also als das passiert ist, war es ziemlich ungeil. Grasheimzieher, guten Morgen. Ich kann euch nur eine Sache mitgeben, Leute. Tut das niemandem an. Ja, tut das niemandem an. Irgendwie, wenn ihr über irgendwelche Sachen reden müsst, ob sie unangenehm sind oder nicht, ob du dich verarscht fühlst oder nicht, ob du da Bock drauf hast oder nicht, ihr kennt es selber, ihr kennt es von euch. Es gibt nichts Beschisseneres, als an einem Freitag einen Brief aufzumachen, wo du dich so schnell wie möglich melden sollst, weil es total wichtig ist, und du rufst an, ja, freitags haben wir aber Bürotag. Oder du weißt ganz genau, dass freitags um 12 Uhr irgendwie oder ab 12 Uhr keiner mehr arbeitet bei irgendwelchen Ämtern oder so. Ich finde das scheiße. Ja, Bayerischer Rebell, ich werde da heute anrufen und werde das auf jeden Fall mit denen abklären. Denn ich weiß bei manchen Sachen jetzt überhaupt nicht, was los ist. Ich weiß nicht, wo meine 3.100 Euro sind. Ich weiß nicht, was jetzt er da für Angaben braucht, angeblich bis zum 12. November, die jetzt aber angeblich nicht angekommen sind. Der redet halt nicht mit einem. Er hat ja schon mal einen Riesenfehler gemacht und Riesenscheiße gebaut. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich muss auf jeden Fall beim Finanzamt da anrufen und sagen, dass da sich irgendwas tut, weil irgendwas nicht stimmt und so. Und naja. Ja. Vor allen Dingen zu schreiben, sehr geehrter Herr Petri, ich teile Ihnen hiermit mit, dass ich nicht mehr für sich zuständig bin. Bitte wenden Sie sich ab jetzt an info@soundso an den Chef der Kanzlei. Ciao. Was soll das? Was ist das für eine Aussage? Entweder sage ich, Herr Petri, wir wollen nicht mehr weiter mit Ihnen zusammenarbeiten. Oder ich sage, Herr Petri, hören Sie mal zu. Ich bin nicht mehr für sich zuständig. Der Neue für Sie zuständig ist der und der und nicht. Melden Sie sich mit Ihren Anliegen an den Chef. Keine Ahnung, was das soll. Wie dem auch sei, darum geht's gar nicht eigentlich. Ne? Hast du einen Bruder namens Sven? Nein, hast du einen Bruder namens Sven? Nee, das Geld ist ja nicht beim... Das kann sogar sein. Ich weiß gar nicht, wo das Geld ist. Da ich muss halt einfach mal da an... Sind wir nicht alle irgendwie Sven? Das ist richtig. Oh, Onkel Pippi schreibt noch bei uns in den Chat, der Bruder von Gronkh, es ist mir eine Ehre, dass sie überhaupt noch mit uns schreiben jetzt, ne? Nachdem wir jetzt in andere Sphären aufgestiegen sind. Moin. Fand ich auch lustig. Ja, fand ich auch lustig. Habe ich mich gefreut.
ein Shoutout von Gronkh ist immer komisch irgendwie, ne? Warum das so ist, weiß ich gar nicht. Er ist ja auch nur ein Kerl. Ein cooler Kerl. Aber, das ist schon geil, ne? Ja, natürlich kann ich das. Ich kann da super nachvollziehen. Und ich habe mich tierisch gefreut. Und finde das total lustig. Ich verstehe das sehr gut. Ja, und ich weiß, dass du wahrscheinlich einer der wenigen bist, der das versteht, was ich jetzt erzähle. Ja? Denn nachdem ich gestern um 17 Uhr die Mail bekommen habe, von dem blöden Steuerberater, Dingsterbumster wieder, und wieder irgendwas nicht stimmt und ich mich jetzt darum kümmern muss, saß ich da und wusste nicht, was ich machen sollte teilweise. Und. Dann habe ich angefangen, Listen zu machen mit dem, was ich alles noch machen muss. Und dann habe ich gesagt, ja, ab dem Wochenende 27. und so, Honey Panda Girl, moin. Verkleide ich mich als Weihnachtsmann und setze mich irgendwie auf den Weihnachtsmarkt und wir sammeln für einen guten Zweck. Ne? Der Onkel Pippi sammelt ja auch. Ich weiß jetzt gar nicht, für was ihr euch entschieden habt. Ich kann es ja mal in den Chat schreiben, wenn du magst, für was ihr euch entschieden habt, für was ihr sammelt. Und wir sammeln online und offline, ne, irgendwie auch für einen guten Zweck irgendwie. Und weißt, ach so, stimmst du noch bis Ende der Woche ab? Alles klar, cool. Onkel Pippi, ne? Morgen früh, schätze ich wieder, 7.30 Uhr und am Freitag um, ich darf erst um 10 Uhr. Ach so, ich glaube, du hast Besuch, ne? Wurscht. Einfach mal gucken, wann Onkel Pippi streamt, morgen und am Freitag. Und da könnt ihr mit abstimmen, für welchen guten Zweck dort gesammelt wird und bei uns gesammelt wird. Natürlich im Vergleich zu Gronkhs Friendly Fire ein Hauch, ne? Aber Make a Wish vorne, das finde ich übrigens sehr geil. Ich hatte die auch auf dem Zettel, aber wir hatten, glaube ich, für irgendwas anderes abgestimmt. Und ich denke, wir werden was anderes nehmen. Aber ich finde Make-A-Wish großartig. Wir haben ja 2018 schon für den Wunschkrankenwagen gesammelt. Ne? Und das ist ja ähnlich. Und du hast ein super geiles Gefühl. Also ich habe Bilder gezeigt bekommen, für was das Geld benutzt worden ist. Für eine Lady aus Düsseldorf, die noch einmal in ein Fußballstadion wollte und einmal noch absoluter Fußballfan in Düsseldorf. Die haben sie halt mit dem Krankenwagen nach Düsseldorf gebracht und haben konnte mit der Mannschaft quatschen, mit den ganzen Fansupportern, die war halt riesig im Fanbereich tätig, nochmal quatschen und konnte sich noch einmal live ein Spiel angucken, quasi aus dem Krankenwagen aus. Das werden wir nicht verstehen können. Ne? Unser Eins hätte vielleicht gesagt, wir müssen noch zum Meer oder so. Aber damals hatten wir 10, 20 Zuschauer, glaube ich, und haben 1.800 Euro gesammelt oder 1.900 oder 2.000, irgendwie sowas. Und damit konnte man das gut realisieren. Und die Bilder durfte ich nicht zeigen, leider. Ich habe sie gesehen. Das ist schon geil. Auf der anderen Seite DKMS, ne, zu wissen, dass durch die Tests, die wir möglich gemacht haben, im Unperfekthaus zwei Menschenleben gerettet worden sind. Durch Stäbchen im Mund, ne? Hier, alle machen Stäbchen im Mund und so. Es ist natürlich auch schon abgefahren. Also, es ist einfach eine schöne Sache, ne? Irgendwie. Und der Punkt ist, dass ich habe gestern vier, fünf Stunden mit Menschen, deren Meinung mir sehr wichtig ist und deren Rat mir sehr teuer ist, gesprochen. Und habe eine Entscheidung getroffen, mit der ihr leben müsst. Ihr könnt mich dafür hassen, ihr dürft sagen, ach, dann hau doch ab, was bist du denn für einer? Ihr dürft sauer sein, ihr dürft
dürft ihr alles. Ist nämlich ein freies Land. Ne? Und ich kann das verstehen, dass vielleicht manche Leute enttäuscht sind oder so. Aber wir werden bis zum 27. nur am Samstag und am Sonntag streamen. Ich habe alles toll. Ich habe super Taxi-Überraschungen gehabt. Ich habe ein super schönes Programm gehabt. Aber ich schaffe das nicht. Ich schaffe das alles nicht. Ne? Also wir werden nur am Samstag und am Sonntag streamen. Ich denke mal, wir werden schön am Samstag auch mal endlich die PlayStation anschließen und ein bisschen zocken. Und vielleicht lade ich mir noch jemanden ein am Sonntag. Und am Sonntag werden wir halt auch schön chillen, vielleicht mit Muttern ein bisschen kochen. Und die nächste Woche genauso. Also quasi ab heute, wenn das hier vorbei ist, bis Samstag, machen wir Samstag und Sonntag. Und dann die nächste Woche wieder am Samstag und Sonntag. Warum? Weil ich das sonst nicht schaffe. Ich schaff's einfach nicht. Ich werde euch das erklären. Ne? Ich weiß, dass ich das nicht muss. Ich werde nicht mal in Urlaub fahren oder sowas, aber ich schaffe das sonst einfach nicht. Ich könnte euch jetzt eine halbe Stunde lang aufzählen, was ich alles organisieren muss für die Arten Games. Ne? Die Arten Games findet statt vom 10. bis 12. Juni in der Zeche Zollverein. Das ist ein Weltkulturerbe. Die Stadt Essen vertraut mir, diesem Assi, ihre Zeche Zollverein an, ja, ihr Weltkulturerbe. Ich möchte euch ein Erlebnis bieten, euch und den anderen Leuten, die dann davon erfahren werden. Etwas ruhiger tut einfach mal gut. Ey, hallo Motte, das hat damit gar nichts zu tun, du. Das hat wirklich nichts damit zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie, ja, ich würde super gerne Urlaub machen. Aber das ist kein Urlaub. Aber, erstens, vertraut mir die Stadt Essen das Weltkulturerbe an. Ja? So, das heißt, ich will das vernünftig machen. Ich will nicht, dass ich, Jenny, Björn oder andere Leute, die dort mit zu tun haben, dort stehen. Und dann denken die sich, was zur Hölle ist das? Zweitens, ihr. Ich will euch, natürlich ist da WSOP, Kojak, ist immer WSOP im Juni, fängt doch Ende Mai an, ne? Aber ist kein Main Event, also das können wir spielen. Ihr und andere Leute, ich möchte, dass ab spätestens 20. Dezember ein Programm steht, eine Internetseite steht, ein Shop steht, mit Eintrittskarten, die ihr haben könnt, anfassen könnt, werden gerade gemacht. Die VIP-Leute bekommen eine Box von Loot Chest. Mit Bildern, mit Werbefilmen. Dass zum Beispiel jemand, ich habe mich mit dem Densen getroffen und mit dem gegessen und ich habe so viele geile Ideen und würde ihm gern sowas bieten. Und der kennt mich. Noch bevor ich meinen ersten Stream gemacht habe, da hatte ich noch 0 Zuschauer und er 300. Ich will mich mit dem Densen und mit den Indie-Sträuchen zum Beispiel hinsetzen und denen sagen, passt auf, ihr bekommt diese Ecke hier, die könnt ihr euch abdunkeln, da drin könnt ihr Speedrun machen, euer neues Spiel und so weiter und so fort. Ich will die eine Lady anrufen, das sind jetzt alles nur Beispiele, die Cosplay-Lady anrufen, die schon mit Gronkh zusammengearbeitet hat, die einen riesen Kanal hat und mit der gerne draußen das Cosplay-Dorf organisieren. Ich will Martin anrufen und ihn fragen, du, pass auf, wie sieht das aus? Du bist an dem Wochenende da. Nimmst du deinen Gitarristen mit? Machst du draußen schön Akustikmucke? Ich will den Thorsten anrufen und sagen, steht mit der Gastro alles? Wer kommt? Will euch ankündigen, wer von der Gastronomie alles kommt und ihn fragen, ob die richtig geile große Band, die wir organisiert haben als Highlight am Samstagabend, kommt, ob das steht. Ich will den Autoren sagen, wo sie... Ich will
das alles organisieren. Ich muss organisieren, dass da genug Internet ist. Ich muss organisieren, dass da genug Strom ist. Ich muss organisieren, dass da genug Kabel sind, dass da genug Stühle sind, dass da genug Tische sind. Das macht keiner außer mir. Ich muss bei der Stadt Essen anrufen. Ich muss Fördermittel beantragen. Ich muss mich um Sponsoren kümmern. Wenn kein Sponsor da ist, stehe ich dumm da. Alles das muss ich organisieren. Will ich organisieren. Ich will das. Ich will mindestens 1000 Tickets verkaufen. Alle, denen ich das sage, halten mich für total bescheuert. Ich bin der Meinung, dass wir in der Zeche Zollverein, im UNESCO Weltkulturerbe in Essen, eine Minigamescom auf die Bühne bringen können, mit Musik und Spaß und Spiel und einer Tätowiererin und allem, was man sich nur vorstellt, und abends zusammen feiern und trinken. Man kann auch ohne Alkohol. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass wir Alkohol trinken. Ja, so, ne? Also zusammenhängen, die sich gewaschen hat. Ich will, dass die Leute sich fragen, was zum Bodenfick ist denn das? Ich will da auch hin. Das möchte ich. Und das schaffe ich einfach nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe das nicht, wenn ich um 17 Uhr abends eine E-Mail bekomme, wo man mir quasi durch die Blume sagt, ja, du musst dich jetzt um deinen Finanzscheiß alleine kümmern und ich muss jetzt erstmal beim Finanzamt anrufen, denen sagen, Leute, ich weiß nicht, was da los ist. Bla bla bla. Ich nicht weiß, wo oben und unten ist. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe es nicht. Ich liebe meinen Job. Das hier ist mein Job. Dass das überhaupt mein Job ist, ist ein absolutes Privileg. Nein, ich bin kein reicher Mensch. Deswegen kommen wir zum dritten Punkt. Die Arten Games habe ich bis 2025 sicher. Nächstes Jahr vom 10. bis 12. Juni und dann immer das zweite Septemberwochenende. Ist sicher. Haben wir. Den Termin haben wir. Wir haben den sicher. Das ist eine Möglichkeit, etwas auf die Beine zu stellen, und Gott bewahre, und jetzt sage ich euch etwas, und dafür werden wieder irgendwelche komischen Leute irgendwelche Sachen in den Chat schreiben wie, was, du willst Geld verdienen? Man stelle sich vor, ich verkaufe 1000 Tickets und kriege von jedem Ticket 5 Euro und verdiene Geld. Oder 10 Euro. Das ist für manche Leute vielleicht ein Witz, aber ich... Ciao, bayerischer Rebell. Aber ich könnte mir durch so eine Veranstaltung, wenn man dann noch irgendwelche Einnahmen hat von Getränken oder so, ein zweites Standbein aufbauen und euch dadurch das Geld nehmen und in das alles stopfen, in die Veranstaltung stopfen, in den Stream stopfen, in alles stopfen. Und könnte euch, wir könnten uns zusammen eine richtig coole Sache auf die Beine stellen. Was Besonderes. Und das kann nicht größer werden, weil die Zeche Zollverein halt nur eine gewisse Größe hat. Ja? So. Genau, Kodimann. Mir ist es nur ganz wichtig, mir ist es nur ganz wichtig, dass ihr das versteht. Und wenn ich nichts in der Hand habe, weil ich mich um allen möglichen Scheiß kümmern muss und streame, morgens um 6 Uhr aufstehen, zack, so, jetzt, der normale Ablauf wäre, wir streamen jetzt bis 10, danach rufe ich an, bis 14 Uhr, dann bin ich fertig, versuche irgendwelche Sachen zu klären, leg mich hin, 2 Stunden, steh auf und dann streamen wir von 16 Uhr bis 22 Uhr, so war es geplant. Dann bin ich im Arsch, dann lege ich mich hin, dann stehe ich morgen früh auf. Morgen geht es erst um 9 Uhr los, von 9 Uhr bis 16, 18 Uhr war geplant. Danach bin ich auch im Arsch, da kann ich nicht großartig was machen. Dann am Donnerstag ist das Taxi, das fängt, ich lade die Person ein um 12 Uhr. Aber es fängt um 10 Uhr an, das heißt, ich kann vorher nichts machen, ich kann nachher nicht großartig was machen. So, und Freitag ist eigentlich frei, eigentlich.
Aber da muss ich dann halt Sachen organisieren. Da bin ich aber total dann im Arsch. Dann muss ich mich aber erstmal um meine persönlichen Sachen kümmern. Und am Samstag, Sonntag kann ich es nicht machen. Dadurch bin ich unentspannt am Samstag, Sonntag. Weil ich weiß, ich habe nur den Montag, wo ich wirklich was machen kann. Nochmal, das hier ist kein Gejammer. Ich jammer nicht. Absolut nicht. Null. Ja, ich weiß das. Ich weiß, dass andere Leute sich dafür einen Arm abhacken würden, überhaupt irgendwie so weit auf Twitch zu sein wie ich oder dass überhaupt mehr als 10 Zuschauer zugucken oder so. Ich weiß das, ist alles cool. Aber ich möchte nicht nur euch, die mir zuschauen, sondern ich möchte den Leuten, die beim Dancen zugucken, die bei der Moon zugucken, die bei allen Streamern und Streamerinnen, die jetzt gerade hier im Chat sind, zugucken, die bei den bei Gronkh zugucken, die bei wirklich jedem, den ich kenne, beim Onkel Pippi. Onkel Pippi soll ja auch Werbung machen. Ich möchte, dass Onkel Pippi kommt. Ich tue dem Onkel Pippi sogar ein Hotelzimmer aus. Und wenn die Leute vom Onkel Pippi, wenn der Onkel Pippi von der Arten Games aus auf seinem Channel eine Morningshow macht, ist das für mich großartig. Total geil. Mit einem Live-Publikum. Ja? Wenn die Tätowiererin vom Densen, die ich noch nicht angerufen habe, weil ich einfach keine Zeit hatte. Du willst nur meinen Körper. Ja, das stimmt. Zum Teil. Wenn die Tätowiererin vom Densen sich dort ein kleines Zelt aufbauen kann und unter allen Richtlinien, die es gibt auf diesem Planeten, dort tätowieren kann und man dort auch einen Livestream einrichtet, feiere ich das bekloppt. Wenn 10 Meter davon daneben Martin Kisitschi mit seinem Gitarristen 2-3 Akustik-Live-Sets gibt, bin ich der erste Fanboy in der ersten Reihe. Wenn die Cosplayerin und die Freundin vom André zum Beispiel, ist ja auch eine Cosplayerin, die Füchsin, wenn die sich dort ein kleines Cosplay-Dorf so gestalten können, dass wir es schaffen, ein paar Cosplayer deutschlandweit dorthin zu bekommen, weil sie gefragt werden, was sie brauchen und nicht irgendwas vor die Nase gestellt bekommen und müssen sich danach richten und fühlen sich gut und können sich da ausleben, finde ich das geil. Wenn wir das... Kodiman, vielen Dank! Wenn wir das Privileg haben, im Juni Jenny und Björn Panels halten zu haben auf der Arten Games und nachher mit denen singen und trinken zu können, ist das etwas, was du nicht auf der Gamescom findest. Das hatten wir alle schon 18 und 19 im Unperfekthaus. Das Ding ist, wenn ihr aber dahin kommt und da gibt's nur abgestandenes Stauderbier, weil sich keiner drum gekümmert hat, und Jenny und Björn stehen auf einer Bierkiste draußen ohne Mikrofon und brüllen, ihr könnt alle nicht von da aus streamen, weil kein Internet da ist, Martin hat abgesagt, weil ich vergessen habe, ihm Bescheid zu sagen, das Cosplay-Dorf ist irgendwie Olli mit seiner Schweinemaske in einem Zwei-Mann-Tipi, dann sagt ihr euch, wieso zum Fick habe ich für das Wochenende 40, 50 Euro bezahlt? Seid ihr bescheuert? Bist du bescheuert, Olli? Die Leute von der Zeche Zollverein werden da stehen und sagen, dafür haben wir das hier zur Verfügung gestellt? Bist du bekloppt? Ist das dein Ernst? Und das will ich nicht. Ich möchte totalen Stress haben. Ich möchte totalen Spaß haben. Ich möchte, es wird was schief gehen und ich möchte darüber lachen. Eine Morning Show von der Arten Games wäre mega, sag ich ja. Mich reizt eine Arten Games 100-mal mehr als eine Gamescom. Ey, weil wir das mögen, wenn es intimer ist irgendwie, ist doch ganz klar. Ne? Und ich kann mir nichts Cooleres vorstellen. Ich meine das todernst. Am Sonntag, morgen, also um 11, macht der Kirchendude, den habt ihr vielleicht alle mitbekommen irgendwie, jetzt im Taxi, oh, Werbung. Macht der auf jeden Fall eine Messe? Und ich schwöre dir, guck dir die an von 2019, das ist total geil.
Und am Samstagmorgen könntest du eine Morningshow machen. Eine Morningshow spezial von der Arten Games. Wie du willst, 2 Stündchen von der Bühne. Aus dem Saal. Ich kann dir nicht versprechen, dass da viele Leute da sind. Ich werde da sein. Okay, von der Bühne ist eigentlich dann immer Arten Games Channel. Aber ist mir auch egal. Ist mir total egal. Da werden wir uns schon einig. Aber ich will damit nur sagen, herzlich willkommen zurück. Ich will damit nur sagen, ich mache das nicht, weil ich keine Lust habe zu streamen, sondern weil ich Lust habe zu streamen. Weil ich Lust habe auf euch. Weil ich euch was bieten möchte, was es so noch nicht gab. Ich werde den Manager anschreiben von Gronkh. Ich werde fragen, Leute, pass auf, wir machen gar keine Werbung. Ich weiß nicht, was ihr dafür haben wollt. Aber habt ihr Bock vorbeizukommen? Samstag? Panel und Party? Würdet ihr nie erfahren. Gewisse Streamer und Streamerinnen, die eine gewisse Größe haben, von denen werdet ihr vielleicht nie erfahren, dass sie kommen. Weil, Beispiel, Jens Knossaller, Knossi, ne? Ob man den nun mag oder nicht, das kann jeder für sich selber entscheiden. Würde ich aber sagen, Knossi kommt und ich habe 1000 oder was weiß ich Tickets, dann würden die vielleicht nur deswegen kommen. Und ne, das möchte ich nicht. Und vielleicht möchte ich solchen Leuten halt auch mal gönnen, dass sie sich ein bisschen freier bewegen können oder dass sie mal Spaß haben am Wochenende oder so. Ne? Sowas zum Beispiel möchte ich. Ich habe Kontakt zu 2, 3 Leuten, da wackele ich mit den Ohren, weil ich Fanboy bin. Dirko, moin. Sascha, moin. Schneggio, moin. Ich nehme das Kippi. Darfst du. Und dann habe ich gestern mit meiner Ma gesprochen. Und meine Ma ist halt cool. Meine Ma hat gesagt, das musst du wissen. Ich helfe dir, wo ich kann. Sag mir, was ich machen kann, soll, tun. Und schön, dass er dir gefallen hat, Dirko. Das freut mich sehr. 3 Eier, Toast, Kaffee. Ich wollte mir eigentlich sogar Eier machen. Guten Morgen, Platoon. Ich habe es vergessen. Jetzt habe ich Eiweißbrötchen und das ist auch okay. Und habe danach noch mit 1, 2 anderen Leuten gequatscht. Und es war aber schon 10, 11 Uhr. Ich wollte noch einen Björn anrufen und die Jenny. Aber es war schon zu spät. Die arbeiten ja nun mal auch, ne? Und brauche ich aber nicht mehr. Ich möchte Folgendes haben. Der André zum Beispiel, der Wolfen, mit dem habe ich auch lange telefoniert. Der kommt am Donnerstag und stellt mir das Grundgerüst der neuen Page, Online-Page vor, also der neuen Homepage. Das werden wir nutzen, wenn sie fertig ist, und werden den Shop überarbeiten. Und der Plan war immer Nikolaus, also der 6. Dezember ist doch Nikolaus, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Dass wir euch das da vorstellen. Mir ist das wurscht eigentlich. Ich habe es wird wohl bis dahin fertig sein, aber ich verspreche euch, bis 20. Dezember steht eine Internetseite. Da könnt ihr euch angucken, wie die Arten Games ungefähr aussieht. 18, 19 könnt ihr euch angucken im Unperfekthaus. Das Programm steht, die Leute, die kommen, also natürlich immer alles ohne Gewehr, es kann ja immer wer abspringen oder wer dazukommen und so. Ein Programm steht, ihr werdet Tickets bestellen können, aber ihr werdet Tickets bekommen. Ich fand die Idee super, mit den elektronischen Tickets und so, alles toll, alles total super. Aber ich feiere das jedes Mal, wenn ich ein Ticket in der Hand habe. Also will ich, dass ihr auch ein Ticket in der Hand habt. Ich werde heute um 13 Uhr mit Luchess telefonieren, zum Beispiel. Und werde für die Leute, die ein VIP-Ticket kaufen, eine VIP-Box machen. Eine VIP-Box. Wer nicht weiß, was Luchess ist,
loochest.de. Und mit Olli 15, glaube ich, kriegt ihr da auch das alles günstiger. Ist mir aber auch scheißegal. Und dann bekommt ihr eine VIP-Box zugeschickt. Mit T-Shirts, mit allem drum und dran. Lasst euch überraschen. Es wird verschiedene Ticket-Kategorien geben. Auch feiner Zucker. Du bleibst auch liegen einfach. Es wird ein Riesenspaß. Es soll ein Riesenspaß werden. Der organisiert es. Ich möchte nicht Anfang März da stehen. Die Hälfte der Sachen steht nicht. Wir haben nicht genug Investoren. Ich weiß nicht, wo oben und unten ist. Ich muss mich um meinen privaten Scheiß kümmern. Muss fünf von sieben Tagen in der Woche streamen. Gleichzeitig noch, aber irgendwie Zeit freischaufeln und Hilfe. Und dann wird es eine Scheißveranstaltung. Am besten Kollegen und Kolleginnen machen keine Werbung dafür, weil sie sich denken, oh mein Gott, ist das unprofessionell und peinlich. Das würde ich nämlich auch nicht wollen. Wenn jemand zu mir sagen würde, Olli, kommst du vorbei, hast du Bock? Hast du Bock mit dem Onkel Pippi, was weiß ich, auf meiner So-und-So-Veranstaltung was zu moderieren? Und ich quatsch mich mit ihm ab und wir sagen, ja klar, machen wir, voll geil. Und dann gucken wir uns das an und denken uns, ach du Scheiße, nee, das sieht aber, die Seite ist halb fertig. Wo ist ein Programm, was, wie, nee, das ist doof. Will ich auch nicht, würde ich auch nicht wollen. So, also was mache ich? Genau das, was ich jetzt mache. Alles schon abgeschaltet jetzt, oder was? Ich weiß gar nicht, was Leute für Probleme haben mit kaltem Kaffee. Eiskaffee liebe ich zum Beispiel auch, ne? Ich mache mir mal eben noch einen. Ich habe nämlich Bock auf noch einen. So, ich habe dann gestern auch gesagt, ja, ich werde dann heute Morgen den Leuten das erklären und ich hoffe, dass sie Verständnis haben und werde mich entschuldigen. Hat André auch gesagt, Alter, du musst dich doch nicht entschuldigen. Es ist doch das Vernünftigste, was du machen kannst. Wie stehe ich denn da, wenn ihr euch komplett verarscht fühlt? Die Orga letztes Jahr für die Arten Games hat ja nie richtig angefangen, weil man nie wusste, findet es statt oder nicht statt. Ne? Dieses Mal findet es statt. Unter welchen Voraussetzungen, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich möchte wenigstens sagen, ich habe alles getan. Ich möchte den Leuten das vorstellen können. Ich möchte meiner Agentur das vorstellen können. Und sagen können, Leute, wir haben so geile Streamerinnen und Streamer-Influencer bei uns in der Agentur. Wir haben so viel geilen Kontakt mit so vielen coolen Firmen. Wie sieht's aus? Ich möchte dem Basti, dem Sirenia, das geben können, dass der mit breiter Brust zu den Sponsoren gehen kann und sagen kann, ey, pass mal auf, einer meiner hier Dings macht das und das, XY, YZ. Wie sieht's aus? Wollen wir das stattfinden und wenn ja, wie? Das kann ich nicht. Wenn ich zum Sirenia komme mit einem vollgeschriebenen Schmierzettel und dem sag, ihr, vielleicht klappt das, dann sagt er, Olli, ich kann doch nicht mit unseren Megasponsoren da irgendwie auch nur ansatzweise über irgendwas reden. Die lachen mich aus. Kaffee ist leer. Super. Ah, ist das schön.
Mein Kaffee ist alle, der Tag fängt schon scheiße. Herr Kudimann, das verstehe ich. Chantal, mach das. Verständnis ist absolut da, da muss keine Entschuldigung her. Vielen Dank. Das ist halt einfach... Der Grund... es sind natürlich auch die privaten Sachen. Logisch, ne? Ich werde mich um meine privaten Sachen kümmern und um die Sachen. Ja? Natürlich weiß ich das. Aber ich brauche... Guck mal, das sind dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag... Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Das sind 8 Tage. Das wird nicht mal lang, um das alles zu organisieren. Aber es wird lang, um alles anzuleiern. Und dann kann man das vielleicht auch nebenher machen. Es kann aber auch sein, dass ich zwischendurch im Dezember noch mal irgendwie ein paar Tage brauche oder so. Ne? Ihr müsst... Warum gibt es diese Veranstaltung überhaupt? Die gibt es wegen euch. 2018 haben wir da gestanden... Moment, eben kurz. Momentchen. Haben wir 20 Zuschauer, was weiß ich, keine Ahnung, 30, keine Ahnung. Und dann kam die Frage, kann man sich denn mal treffen? Daraufhin sagte ich, hier, könnt ihr mal ins Studio kommen, damit hatte ich ja noch das offene Studio, ne? Ja, aber das ist so weit, bla bla bla, bist du nicht auf der Gamescom? Und ich so, ja doch, wahrscheinlich schon, ich bin zwar kein super Gamer, aber natürlich gehe ich auf die Gamescom. Und dann haben von den paar Leuten, die zugeguckt haben, ganz viele gesagt, ja, aber Gamescom ist mir zu voll, zu groß, das ist nicht so meins und so und ist mir zu unpersönlich und ich weiß nicht, gibt es nicht irgendwie eine andere Möglichkeit. Und so ist die Idee entstanden zu einer eigenen kleinen Messe. Und die heißt Arten Games, weil mein Channel früher Arten Games hieß. Und Arten Games, Kunst und Spiele, finde ich eigentlich ganz cool. Ne? Geht halt darum, kreative Leute vorzustellen. Wir werden alles da haben. Vom Tattoo-Artist bis zum Schreiberling. Von der Malerin, also Zeichnerin, bis zu was weiß ich nicht was. Es ist alles da halt, ne? Und jemand, der vielleicht sogar ein Problem hat mit großen Massen, der sagt, mit so einer kleinen Veranstaltung, wo die Leute dann auch noch ein bisschen aufeinander aufpassen und so, komme ich klar und da habe ich Bock drauf. Und ich habe auch nicht viel Geld, aber dafür nehme ich Geld in die Hand. Das wird nicht teuer. Sagen wir mal, ein Wochenendticket kostet 50 Euro, also entspannt euch, ja? Alles cool. Diese Person dann so zu enttäuschen, das muss ja nicht mal meine Absicht sein. Aber wenn ich es nicht vernünftig hinbekomme, moin Wolfmann, ne, wenn ich es nicht vernünftig hinbekomme und eine Motte oder eine Daria oder ein Wolf oder ein Paddy oder eine Chantal oder eine Haschnatter oder ein Cody oder ein Onkel Pippi kommt endlich mal aus dem Norden rum und die kommen dann hier hin und ich schwöre euch eins, Onkel Pippi wäre der Erste, der mich am rechten Ohr nehmen würde, um die Ecke und sagen würde, Alter, sag mal, spinnst du oder was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das will ich nicht. Das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Das geht einfach nicht. Das funktioniert nicht. Ne? So sieht's aus. Also. Und eine Woche nicht streamen, Chantal. Ich kann ja am Samstag und Sonntag eh nichts machen. Ne? Und ich tue es ja total gerne. Wir können ja am Samstag zusammen abhängen und wir können am Sonntag zusammen abhängen. Das muss ja dann auch nicht jeweils immer 12 Stunden lang sein. Aber ich habe voll Bock dann. Aber es geht nicht anders. Und Leute,
glaubt mir mal, ich weiß schon ganz genau, was das bedeutet, auch finanziell in diesem Monat. Aber es geht nicht anders. Ich komme auf jeden Fall, ab wann kann man die Karten kaufen? Also ich hoffe ab 6.12. Aber auf jeden Fall vor Weihnachten. Ich peile mindestens, also ich weiß jetzt gar nicht, welcher Tag welcher ist, den Montag vor Weihnachten an. Oder Sonntag vor Weihnachten. Der 19. oder der 12. Allerspätestens. Da wird auf jeden Fall, soll auf jeden Fall alles stehen. Ne? Ab 6.12. vielleicht die Seite schon online und so. Vielen Dank, Leute. Motte, Chantal, vielen Dank. Ich weiß das eigentlich ja auch. Ne? Genau wie André mir gestern auch gesagt hat, du musst doch nicht um Entschuldigung bitten. Das ist halt so, wie es ist. Aber es klappt halt einfach nicht. Und schon gar nicht, wenn jetzt, okay, was ist das Schlimmste, was heute passieren kann? Ich rufe beim Steuerberater an und der sagt mir, wir arbeiten nicht mehr mit dir zusammen. Gut. Ich kann es nicht ändern. Ich weiß nicht, ob man das einfach so machen kann. Dann muss ich beim Finanzamt anrufen und sagen, Leute, so und so sieht's aus. Aber ich muss mich darum kümmern. Und ein scheiß Gefühl ist es auch. Wenn ich dann mit einem scheiß Gefühl um 15 Uhr den Stream wieder anmache, immer noch nicht weiß, was jetzt Sache ist genau vielleicht und wie ich damit umgehen soll, dann ist das halt einfach alles für den Arsch. Ne? Also das heißt, ich habe schon alle Streams gelöscht für unter der Woche, diese Woche und nächste Woche. Samstag, Sonntag, die Streams stehen noch drin, wie sie waren, aber ich mache vielleicht dann Samstagmittag schon den Puff an hier, ne? Und wir gucken einfach mal. Oder vielleicht auch schon Samstagmorgen bis Samstagnachmittag, vielleicht aber auch Samstagmorgen bis Samstagnacht. Vielleicht aber auch Samstagnachmittag und dann bis Sonntagmorgen und dann Sonntagnachmittag nochmal mit Muttern kochen oder irgendwie sowas. Aber es wird diesen Monat bis zum 27. Der 27. ist, glaube ich, ein Samstag, ne? Da können wir dann schön irgendwie mittags anfangen und nachmittags stiefle ich als Weihnachtsmann mit der Kamera auf dem Weihnachtsmarkt, falls er stattfindet, ne? Ich bin zum Beispiel, ich weiß überhaupt nicht, was da draußen los ist. Heute Morgen gucke ich irgendwie und höre nur deutschlandweite Inzidenz irgendwie über 300. Es wird überlegt, alles wieder, die Kinos wieder zuzumachen und so. Ich kriege überhaupt nichts mit. Null. Null. Weil ich gar keine Zeit habe. Berlin hat 2G jetzt. Wo? Wie? Die Inzidenzen explodieren gerade. Was heißt das? Anderes Beispiel fällt mir gerade ein. Es gibt so viele Leute, die ich gerne noch fragen würde, ob sie Lust haben, auf der Art and Games was zu machen. Dass ich noch gar nicht... Keine Ahnung. Was weiß ich? Wenn Becky zum Beispiel Bock hätte, einen Tanzkurs zu machen, irgendwie in irgendwo. Aus Spaß. Oder, keine Ahnung, Felix, Poker, die Pokerecke, Knüppel soll dabei sein, Marc Gork. Ich habe noch mit keinem von denen richtig gesprochen irgendwie. Wie kann das stattfinden? Ne? Ich weiß zum Beispiel, dass eine Becky auch super gerne pokert. Vielleicht hat sie aber auch da Bock mitzumachen. Vielleicht hat meine Ma Bock auch irgendwas zu machen mit euch. Ne?
Vielleicht gibt es bei euch Leute, die sagen, ey, Moment mal, ich kenne oder ich könnte oder bla. Ich würde gerne einen Zauberer organisieren, der rumläuft und zaubert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie geil Fingerzauberei ist, zum Beispiel. Mal durch Moin. Prinzessin Yumi kann auch einiges. Sowas zum Beispiel. Ich kann Döner verschwinden lassen. Auch mit einem G übrigens. Was heißt denn das jetzt? Bayern 2G, Berlin 2G. Was heißt das? Too nice boy. Wir haben so viel Platz da draußen. Ich weiß, dass das geimpft oder genesen heißt, du Klugscheißer. Aber wofür? Ich darf in Bayern nur noch existieren? Ansonsten werde ich aus Bayern rausgeschmissen, oder was? Bei allem. Sehr gut. Sie müssen, ne? Sie wohnen jetzt seit 50 Jahren in München. Raus. Yumi kann Wohlfühlprogramm und Massage. Da muss man natürlich vorsichtig sein, ne? Dass nicht irgendwelche Assis sich da und so. Aber zum Beispiel würde das gehen. Es gibt so viele Sachen, die man machen kann. Ich würde gerne so einen Escape-Parcours da aufbauen, draußen. Aber ich habe noch nicht mal jemanden gefragt und ich kenne sogar Leute, die sowas machen. Too nice boy. Schau mal. Ich verspreche dir eins. Du wirst Spaß haben für 10. Und genau um sowas geht's mir. Wenn ich dir sage, komm vorbei, du wirst Spaß haben für 10 und dann kommst du dahin und fühlst dich total verarscht, dann machst du halt auch den hier und haust wieder ab. Und das kann ich nicht gewährleisten, wenn ich nicht irgendwie diese Woche und nächste Woche in der Woche mir freinehme, mich um meinen Scheiß und um den Scheiß kümmere und das vernünftig mache einfach. Fertig, das geht nicht. Nee, nee, anders. Was ist mit Nordrhein-Westfalen? Weiß irgendjemand, was mit Nordrhein-Westfalen ist? Was haltet ihr denn davon? Kodimann, klar. Letztes Jahr im Juni hatten wir, glaube ich, eine Inzidenz von 0,00000000 minus. Herbo, das ist eigentlich gar kein Rechtfertigen, das ist eigentlich nur Erklären. Ich werde mich auch nicht dafür entschuldigen. Das tue ich nicht. Ich möchte nur, dass ganz klar ist, warum ich das machen muss. Und dass ich das mache, wir diese Woche Samstag, Sonntag streamen und die nächste Woche auch nur Samstag, Sonntag streamen. Und dann geben wir schön Gas für einen guten Zweck Anfang Dezember. Und wenn ich Mitte Dezember nochmal eine Woche brauche, dann nehme ich mir nochmal die Woche, bevor alle nichts mehr tun bis zum 5. Januar. Ne? Also Herbo, alles cool. Nochmal, ich versuche mich nicht zu rechtfertigen, ich versuche nicht mich zu entschuldigen, ich versuche es nur zu erklären. Wenn Leute das nicht verstehen, ist das okay. Ne? Ich kann euch nur sagen, dass es so eine Veranstaltung noch nicht gab und dass ich diese Veranstaltung etablieren möchte. Ich möchte 1000 Karten verkaufen dieses Jahr, ich möchte 1500 Karten verkaufen 2023, ich möchte 2000 Karten verkaufen 2024 und ich glaube, ich darf 3000 Karten verkaufen, insgesamt, mehr geht nicht, 2025 und da möchte ich, dass wenn ich veröffentliche, dass die Karten, sagen wir mal, am so und so vielten könnt ihr Karten kaufen,
dass die Leute zu Hause sitzen und sich darum reißen, eine Karte zu kaufen, weil die Leute raffen, wie cool das ist. Da gibt es kein Backstage-Kack und sowas. Natürlich wird es da Räume geben, wo wir uns umziehen können und so. Aber da gibt es keine Halle, wo man sich aufhält. Da gibt es kein 18 Uhr Ding, Ding, Ding. Ihr müsst jetzt alle raus, damit wir feiern können. Tschüss. Ne? Es ist halt was Besonderes. Moin, Stefan. Ich werde übrigens versuchen, ich weiß nicht, ob die Luna da ist, wahrscheinlich nicht, ne? Wie ich es versprochen hatte, werde ich versuchen, ich habe es schon ausgelegt. Die Karte so zu gestalten. Zeitverzögerung. Ja, Gronk, ich wurde vor dir gezeichnet. Ich kann das aber auch richtig gut, ne? Ich hätte super gerne die Feuerwehr da, die Polizei da, Ersthelfer. Ich hätte super gerne ganz viele Institutionen da, die sich für einen guten Zweck engagieren. Ne? Sowas wie die DKMS und so. Ne? Warum hätte ich gerne die Polizei da und die Feuerwehr? Damit Leute, die Lust haben, zur Polizei zu gehen und zur Feuerwehr, sich schlau machen können, was das heißt. Damit Leute, die sagen, ich möchte in den Pflegeberuf, sich schlau machen können, was das heißt. What's up? Ich hätte super gerne, wieso funktioniert das nicht? Hast du falsch geschrieben, oder? Ich, hätte super gerne so 4-5 halt coole Infostände. Genau, Infostände am Start. Für halt auch Sachen für einen guten Zweck, ne? Damit ihr euch alle mal schlau machen könnt. Ist der Bot abgeschmiert oder was? Dann bräuchtest du einen Veranstaltungsschutz vor Ort. Was? Bot müde. Ja. Aha. Sollte jetzt funktionieren? Mal ausprobieren, bitte. Hat er sich einfach ausgelockt? Ich starte ihm. Ach, Update. Ja, super. Warte. Update. Update. Ach, wie wäre das Leben traurig, gäbe es keinen Zucker mehr. Gäbe es keinen Zucker mehr. Hoschen, stell nicht so an. Altes Weichei. Nun, aber auch darum zum Beispiel, ne? Wenn die Polizei nichts davon weiß, dass sie dort einen Infostand hinstellen kann, wenn die Feuerwehr nichts davon weiß, dass sie da einen Infostand hinstellen kann, wenn irgendein Krankenhaus nicht weiß, dass sie dort einen Infostand hinstellen können, wenn ne, und so weiter und so fort, dann ist das einfach scheiße. Und ich kann euch eine Sache sagen. Wenn dann so eine Sache passiert wie gestern und ich ärgere mich und dann sitzt du da um 17 Uhr
Und dann musst du erstmal gucken, okay, Moment mal, diese Finanzamtscheiße ist wichtiger. Ich muss mich darum kümmern. Aber es ist 17 Uhr, ich kann mich nicht kümmern. Und dann liegst du um 22 Uhr im Bett und willst einpennen und auf einmal, Scheiße, du wolltest noch den anrufen, du wolltest noch das machen. Und so weiter und so fort. Werbung. Werbung ist gut, da kann ich jetzt hier Knirfte schmieren. Wer weiß nicht, was eine Knirfte ist? Ich meine, ihr könnt es euch denken, aber wer kannte den Begriff nicht? Knirfte? Kommt bestimmt aus Plattdeutsch oder sowas, ne? Man nehme Tabasco dazu. Moin, Patek. Hast du eigentlich auch einen Alert-Hoschen? Weiß ich gar nicht. Knürzchen? Knifte kenne ich. Knürzchen habe ich noch nie gehört. Knürzchen? Knürzchen habe ich noch nie gehört. Polter, moin! Knifte im Osten ist eine Scheibe Brot. Richtig. Bämme? Fragt meine Frau, ich habe viele Geräusche. So, Xi, moin. Flex, moin. Muss ich direkt mal einen ziehen lassen. Knirps ist ein Regenschirm. Oder im Pott das Double. Ich wohne seit 2011 in Essen. Ich habe noch nie mal gehört, noch nie, herzlich willkommen zurück, ihr habt nichts verpasst. Ich habe noch nie in meinem Leben das Wort Double für ein Brot gehört. Bämme hier in Sachsen auch? Kannte die Essensbegriffe Hackus und Knieste? Ja, ja, klar, okay, Ma, das kenne ich natürlich auch nicht. Ma, warst du schon beim Stulle kenne ich auch, Balu, klar. Stulle kennt aber doch jeder, oder? Warst du schon beim Doc, Ma? Können wir uns da impfen lassen oder müssen wir am Donnerstag zum Impfbus? Und Ma, hast du mitbekommen, wie ich mich entschieden habe? Ja, ich habe mich dazu entschieden, diese und nächste Woche nur in Anführungsstrichen Samstag und Sonntag zu streamen, weil ich den Rest mit dem scheiß Finanzamt erklären muss und dem Steuerberater und ich die Arten Games vorbereiten will. Double kenne ich als Bier. Bämme noch nie gehört, ich auch nicht. Ne. Da man das Wort ja nicht schreiben kann, nenne ich es mal Adipositas-Bämme. Fettbämme für Schmalzbrot. Fette Bämme oder was? Wie nennst du den Brotanschnitt? Also das erste dicke Stück. Gib mir die Kante, den Rand. Dafür gibt's ein Wort. Onkel Pippi hat fett geschrieben. Dann rate mal, was Ligolem ist. Was zum Bodenfick ist Ligolem? My Dirty Hockey, moin. Rämpft? Nun, also, hast du im Stream eigentlich schon mal erzählt, wie du generell überhaupt zum Stream gekommen bist? Schon ungefähr 87.000 Mal. Ne? Das ist ja genauso, also es gibt so ein paar Fragen, aber die muss man halt auch regelmäßig beantworten. Ne? Das ist ja auch nicht schlimm. So, woher kennst du Jenny und Björn von Piranha Bytes? Ne? Ich bezahle die ja nicht dafür, dass die zu mir kommen, sondern wir sind halt sehr, 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 sehr gut befreundet. Und die habe ich kennengelernt, weil ich auf einer Bühne stand beim Julius Award und einen Preis verliehen habe. Und die saßen im Publikum und dann habe ich denen erzählt, dass ich ein Studio habe im Unperfekthaus und dort gern ein Studio aufmachen würde und bla 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 und habe vom Unperfekthaus kurz erzählt. Und das fanden die so spannend, da sind die zu meinem ersten Geburtstag, als ich am 15. April 2018 habe ich die beiden kennengelernt und ich wusste gar nicht, wer das ist.
Ne? Also da standen die dann halt bei mir im Studio und ich hatte tierisches Programm und Gäste, für mich super coole Gäste und wusste nicht, wer das ist und dann haben die halt Hallo gesagt und so weiter und so fort und so haben wir uns kennengelernt und sehr gut angefreundet. Und da ich keine Ahnung hatte, was sie sind und was sie machen und wie cool sie sind, ist das das vielleicht halt auch, weil ich halt kein Fanboy bin und ne, irgendwie, wobei doch. Also von Björn Singsang und Jenny Singsang bin ich Fan. ich bin froh, sie meine besten Freunde nennen zu dürfen. Insofern ist das schon in Ordnung. Und du hast natürlich halt auch das absolute Privileg, dich mit solchen Leuten auszutauschen. Ne? Und wenn es jetzt zum Beispiel um solche Sachen geht wie die Arten Games, wo die ja mit Bestandteil sind und so, ist das halt Gold wert einfach, ne? Eine Frage an alle. Ich habe mich im Impfzentrum impfen lassen, zweimal. Muss man 6 Monate warten? Eigentlich ja, aber kannst sie auch schon vorher, glaube ich. Ne? Also es kann auch irgendwie, also man hat uns gesagt, plus minus ein Monat, glaube ich, oder so. Nein, ich bin seit 2011 im Pott. Ende 2011, Anfang 2012. Und da hast du natürlich dann vor den Nachrichten gehört, dritte Impfung geht auch früher. Frag bei deinem Hausarzt, alles klar. Ja, Ma, ich habe jetzt dich gelesen, ob du schon da warst oder nicht. Sagst du mir einfach Bescheid. Gibt auf jeden Fall den Booster-Shot. Ne? Schön zum Impfbus latschen. Booster-Shot, Arschlecken 350. Und vorher in Berlin? Nee. Ich werde vielleicht noch an einige Orte ziehen, obwohl ich glaube, hier einen Standort zu haben. Wir sind mitten in Europa. Essen ist eine total geile Stadt. Hätte ich auch nie gedacht. Ist aber so. Wir haben ein super Studio. Die Wohnung ist Ende November frei zum Airbnb. Da könnt ihr alle mal zum Besuch kommen, ne? Die Wohnung wird frei zum Airbnb ab Anfang Dezember. Die Wohnung wird frei zum Airbnb ab 1. Februar. Das heißt, wir können sogar hier mal alles zusammen machen. Ich hätte gerne ein Studio im Ausland mit Pool und Sonne. Mit Gästezimmern, wo ihr das dann auch quasi buchen könnt. Ihr wisst das, die ganzen Pläne. Ich will, dass diese Veranstaltung funktioniert. Also, ich glaube nicht, dass ich noch woanders hinziehe. Aber ich glaube, ich werde halt noch einen zweiten Standort schaffen, zu dem man pendeln kann. Zu dem wir alle pendeln können, ne? Ja, Poltergeist, habe ich vorhin gezeigt. Das verwirrt sehr, ja. Kann ich verstehen. Du wirst lachen. Ich habe sogar schon geguckt auf Hawaii. Das wäre sogar vielleicht möglich. Es ist halt nur so weit weg, ne? Wenn du zum Beispiel was in Portugal hast oder auf den Kanaren. Portugal 2,5 Stunden, Kanaren 4 Stunden. Da kannst du zum Beispiel auch mal am Freitagnachmittag mit 20 Zuschauern hinfliegen und am Sonntagabend wieder zurückfliegen. Ne? Miami ist dann halt schon wieder eine andere Nummer. Da geht das dann wahrscheinlich eher so in der Woche. Aber es sind halt, Miami sind auch nur irgendwie 9 Stunden oder sowas. Hawaii, da fliegst du halt erstmal einen Tag. Ne? Und wenn es dumm läuft, dann auch 1,5. Ne?
Aber ja, wo ist der Mehrwert, wenn ich mich halt vor meine Wohnung setze, vor meinen Pool und streame, sondern ja, es wird Zeiten geben, wo dann halt keiner kommt, wo ich mir Gäste einlade oder wo ich alleine da bin oder euch halt mit euch unterwegs bin. Sylt auf gar keinen Fall. Aber es sollte da 1, 2 Zimmer geben, 3, 4, am besten 5, die ihr mieten könnt. Also wirklich, wo es dann wirklich nur zum Selbstkostenpreis ist. Cory, mach's gut. Ja, danke. Dir auch. Schön, dass du da warst. Ja, genau. Nur wegen Christopher mache ich das eigentlich auch heimlich alles. Das ist schon richtig. Das Krasse ist, ich würde euch ja fragen, ob ich die Sonne reinlassen soll. Aber ich habe gestern geguckt auf meiner App. Die nächsten 14 Tage, 2 Stunden Sonne jetzt mittlerweile. Gestern waren es noch 0, jetzt sind es 2 Stunden Sonne. Zumindest heute Morgen. Und wieder Essen auf dem Tisch, ich sag's doch. 87, das hier sind Eiweißbrötchen mit Käse und Braten. Ich weiß nicht, das ist das zweite Eiweißbrötchen. Die sind so groß. Das ist eine Hälfte, das ist die andere Hälfte. Was, isst du morgens nichts oder was? Ist so. Oh moin. Naja, also ich habe gestern, glaube ich, gar nichts gegessen, ey. Ich hatte so ein scheiß Gefühl in der Magengegend. Naja. Wo ist denn bei uns Sora? Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ob man so eine Amorant auch auf so eine Veranstaltung einladen kann? Live Licking oder so? Ich bin eh drin, egal wie das Wetter ist. Haschnatter? Nee. Im Moment nicht. Im Moment nicht. Naja, Mikrofone halt. Live. Vor Publikum. Ich sag dir, die wird die alle ausverkaufen. 100 pro. Und dann gucken wir wieder alle dämlich. Ihr eist euch zusammen, bitte, ja? Nicht beleidigen werden, sonst muss ich euch bannen. Ich möchte ganz klarstellen, ich bewundere die, ich finde sie sehr hübsch und ich glaube, dass sie tierisch unterschätzt wird. Spannend wäre ja wirklich mal eine Diskussion, ne? Wenn sie da überhaupt Bock drauf hat. Ich kann verstehen, dass man da vielleicht gar keinen Bock drauf hat, aber eine Diskussion, bei der man sie fragt, wie sie sich fühlt, wenn sie halt hört, wie man sich über sie lustig macht und sowas halt alles, ne? Das würde mich wirklich mal interessieren. Richtig, Motte. So sieht's aus. Muss ja keiner hingucken, ne? Ich kann ja hier nicht propagieren, dass man einfach wegschalten soll, wenn es einem nicht gefällt. Und ich selber tue es nicht. Ich tue es ja auch, ne? Ich finde es halt, diese Polarisierung finde ich spannend. Ne? Und ich würde mich halt gerne mit Leuten unterhalten, du polarisierst auch tierisch, glaube ich. Ich möchte nicht wissen, wie du teilweise angeguckt wirst, wenn du irgendwo reinkommst. Leider. Oder vielleicht auch mal bewundernd. Man weiß es gar nicht. Aber halt auch mal jemanden fragen, wie es einem damit geht halt. Ne? Felix! Schönen guten Morgen.
Ja, Motte, auf gar keinen Fall. Ich glaube das. Ne? Aber zum Beispiel dich da sitzen zu haben, eine Amorant da sitzen zu haben, ich weiß nicht, andere Leute, die vielleicht tierisch polarisieren, und dann einfach mal darüber zu reden halt, ne? Wie die sich dabei fühlen, warum sie das tun. Können sie damit locker umgehen? Ist das unentspannend? Weißt du sowas, ne? Das könnte zum Beispiel ja, hier, ne? Zum Beispiel Kojak, ne? Wenn der irgendwo reinkommt, dann wird's auch ruhig. Kann auch, das ist eine Katastrophe, der Mann. Ich liebe Kojak übrigens, ne? Der Kojak ist der Inbegriff eines, weiß ich nicht, Felix, wie würdest du das sagen? Man sieht Kojak und man hat das Gefühl, er ist ein feiner Kerl. Das ist aber häufig so bei Schweizern, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. Gerade aufgestanden, 8 Stunden gepennt. Felix, ich hoffe, dir geht's besser. Ich hoffe, dir geht's besser. Ich habe gerade verkündet, dass ich nur Samstag und Sonntag streamen werde. Diese Woche und nächste Woche, damit ich die Arten Games organisieren kann und meinen privaten Scheiß organisieren kann. Und damit ich den Leuten eine coole Veranstaltung bieten kann. So zum Beispiel der Pokerbereich auf der Arten Games. Wie viel Platz wollen wir haben? Wie viele Tische wollen wir aufstellen? Wie gehen wir da ran? Ne, und so weiter. Ich würde zum Beispiel gerne, eigentlich würde ich das fast gerne mit als Turnierstation nehmen. Wir können natürlich nicht um Geld spielen, aber wir können uns ja was sponsern lassen, Preise. Wir können, Schulungen geben. Du kannst die ganze Zeit von da streamen halt, ne? Und so. Das ist halt schon geil. Okay, dann wäre ich erstmal eine Tomate. Ich habe viele Stories. Ja, aber weißt du, ich glaube, es ist immer. Also, wenn man das persönlich kann, Motte, ne, dann ist das halt so, wenn du damit umgehen kannst. Keiner zwingt dich dazu, dich vor ein Publikum von 100, 200, 300, 500 Leuten zu setzen und darüber zu reden, wie, dass du dich scheiße fühlst oder so. Das ist mir schon ganz klar. Aber ich sag generell, Personen, die irgendwie polarisieren. Ich weiß nicht, wie oft Felix sich den Scheiß anhören muss, von wegen, du blöder Glücksspieler. Du machst meine Kinder süchtig oder so ein Scheiß. Hanno, du Kinderficker, Priester, alles so furchtbare Sachen, Leute, die so furchtbar polarisieren, sich da mal hinsetzen, 3, 4, 5 und da mal drüber reden. Fände ich spannend, könnte man auch als Panel machen auf der Arten Games. Ne? Moderiert von mir, ich polarisiere ja gar nicht. Ich bin ja der Lieblingsschwiegersohn von allen. Und jeder, der jetzt irgendwie was lacht oder irgendwas dazu in den Chat schreibt, fliegt raus! Raus! Ach so, Ed Felix, du hast Glück gehabt! Ja, Assi, ach, das war kein Scherz. Wäre mal super, vor allem Leuten, die jetzt der Norm entsprechen, mal andere Seiten zu... Ja, eben, genau. Genau. Du darfst gerne mal, ich weiß nicht, ob du genauso geschrieben wirst auf Arten Games, auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Arten Games. Und wirst du genauso geschrieben auf Instagram, Motte? Ich weiß es gar nicht. Ich folge der Motte schon seit Ewigkeiten auf Insta und letztens ist mir aufgefallen, dass ich aus irgendeinem Grund ihr auf Twitch nicht folge. Und ich habe mich immer gefragt, Mann, warum streamt ihr eigentlich nicht mehr und so. Ta-ta, ta-ta, ta-ta. Ganz stark. Hm? Eiweiß am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, so sieht's aus. Ich heiße überall gleich, super. Einen wunderschönen guten Morgen, Chloe, moin. Kennt ihr das, wenn ihr ernst bleiben wollt und das Gesicht komplett entgleist? Ah! Klar, Teddy, auf jeden Fall. Lieber Christopher, wen möchtest du denn timeouten? Ich muss das ja mit der Hand machen, glaube ich, ne? Mit der Hand machen kann ich super. Ach du Scheiße, was ist das denn? Guckt euch das mal an hier. Pass mal auf. Warte kurz.
stelle das mal kurz um, dann könnt ihr mich wahrscheinlich besser hören, ne? Jetzt guckt euch das mal an. Wie soll ich das denn? Ich sehe doch. Anfragenliste prüfen. So. Was haben wir denn hier? Zeig uns mal was, Olli. Wovon? Hä? Raff ich nicht. Abgelehnt. Hintergrundmusik. Nee, heute nicht. Abgelehnt. Einfach nur gesund. Verstehe ich nicht. Soll Rosi singen? Ach so, Umfrage. Ah ja, okay, das ist zu spät. Hab ich gar nicht gesehen. Wer fängt an? Umfrage, Vorschlag, Atemnot? Nein. Tschüss. So, das hier. Wen denn timeouten? Wen denn timeouten? Muss man das dazu schreiben irgendwie? Ich dachte mich selber. Okay, ciao. Wird natürlich, dem Wunsch wird natürlich entsprochen. Selbstverständlich wird dem wird der Frage und natürlich als abgeschlossen markieren, damit du auch die Punkte abgezogen bekommst. Sehr gerne. Alles für den Club. Alles für den Dackel. Alles für den Club. Selbstverständlich. So, wir können uns ja mal eben Aufhörung einer Sperrung. Mal gucken, wie wir weiter beleidigt werden. Ich schiebe mich mal eben kurz hier rüber, glaube ich, damit man das besser sehen kann. So, Anfragen zur Aufhebung einer Sperre. Ei. Weil ich und andere finden, dass es keinen Grund gab, um mich zu sperren. Wenn man... Wenn man den hier abgebildeten Verlauf liest, findet man keinen Grund, mich zu sperren. Es gibt bei Twitch und auch hier bei Olli Chat-Beiträge, die es würdig sind, diese zu sperren. Aber mein Beitrag glaube ich nicht, zumal Olli mich gefragt hat, was er meint. Und ich darauf geantwortet. Wir schauen mal, was gibt's denn? Was meinst du mit eingefahren? Nee, nicht den Vortisch sperren, der sollte mir noch was erklären, weil er mich persönlich angesprochen hat. Das gleiche unterstellt wie dem Olli. Wolle, ob das echt war. Ich denke, das war nur Theater. Um auf die Karte sagen wir, dass der Ton von RTL auch geschützt ist, vielleicht. Du hast gefragt. Keine Ahnung. Was da ist, oder? Na komm, ihr entscheidet das immer, ne? Das wisst ihr. Wo ist denn hier Umfragen-Eumelmeier? Wo ist der Umfragen-Eumelmeier? Umfragen-Eumelmeier? Mist, ich brauche die andere Ansicht. So, Umfragen, Eumelmeier. Abstimmung. Neue Abstimmung. Dauer eine Minute. Kann man dann irgendwie kopieren hier? Ey, 74. Sperre aufheben. Sperre lassen. 3, 2, 1. Umfrage beginnt jetzt. Lass dich damit immer wieder einsteigen, immer wieder dabei sein. Jeden Tag wieder eine neue Umfrage. Einmal für die 7-4. Sperre aufheben, Sperre reinlassen. Wir wissen es immer noch nicht. Wir haben noch knapp wahrscheinlich 40 Sekunden ungefähr Zeit. Nehmen Sie sich kurz eine Auszeit, schauen Sie einfach mal rein, geben Sie Ihre Stimme ab und entscheiden Sie über das Schicksal eines Zuschauers. Moin, Minraiser. Es ist so sexy, wenn Olli den Monarchen macht.
Volk! Wie heißt nochmal der König, der dachte, er hat die geilsten Kleider an und war nackt? Wie hieß der noch, der Saftsack? Mein absolutes Lieblingsmärchen ist das übrigens. Zweite Chance! Ja, aber ganz eindeutig. Sperre aufheben. So. Becky hat einen Merlin-Puck gesperrt. Jetzt ist Becky, weiß ich nicht, ob Becky da ist. Schauen wir mal. Vielleicht hat er was, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Pizza mit weißer Schokoladesoße und der DBD Real Life. Das Kostüm ist mega. Einen wunderschönen guten Morgen, Olli. Guten Morgen zum Essen nach kalten Burger ohne Gurke und Salat. Olli, Hack Olli, einen wunderschönen guten Morgen. Becky da, zufällig? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht hat sie sich einfach nur verklickt. Ich weiß es nicht. Die Sperre lassen, erkläre ich. Alles klar. Und guten Morgen. Genau zur richtigen Zeit. Ja, Muttern. Der Kaiser hieß, glaube ich, Ulf. Halt die Fresse, Poltergeist. Ja gut, Sperre lassen, dann lassen wir das erstmal so. Dann kann ich ja das hier wieder umstellen. Ne? Warte. Auf das andere Mikrofon. So! Ja, also Becky, falls du es nicht mitbekommen hast, ich werde diese Woche nur Samstag und Sonntag streamen und nächste Woche auch nur Samstag und Sonntag. Oder ab Samstag dann wieder. Und muss mich um den ganzen anderen Kram kümmern. Muss es eigentlich auch falsch? Ich will, also... Ich muss mich um Dinge kümmern, die ich nicht beeinflussen kann, wie diese Steuersache. Und ich will mich um Dinge kümmern, die ich beeinflussen kann. Wie die Arten Games. Becky muss erstmal jetzt alle persönlich begrüßen. Das ist auch geil. Ja. Sind ja nur 150 oder so. Das erwarten wir jetzt aber auch von dir, ne? Wenn du schon nicht von Anfang an dabei bist, dann musst du, wenn du reinkommst, halt, das ist Modpflicht, alle persönlich begrüßen. Oh Gott. Was denn? Ratgeber Wolf, guten Morgen. Oi, guten Morgen. Becky ist auch der hübschere Olli. Werbung. Werbung vorbei bei mir. Und wegen deinem Streamfarm können wir nochmal off-stream reden. Ja, nee, ich habe das gar nicht gesagt, um zu fragen, sondern ich habe das gesagt als Hinweis. Also für dich. Du musst dir keinen Kopf machen, diese Woche irgendwas moderieren zu müssen oder nächste Woche Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
Es geht nicht. Vielleicht nächste Woche Freitagabend. Aber ich brauche die Zeit, um das hier vorzubereiten. Es geht nicht anders. Ne? Ne, also da gibt es nicht drüber zu reden. Da muss ich nicht irgendwie. Also so war es nicht gemeint, dass ich dich frage, meinst du, das ist eine gute Idee oder irgendwie sowas? Das geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Ne? Es sind super viele Leute krank, ne? Irgendwie im Moment. Super viele Leute krank irgendwie. Super fühle ich mich auch nicht übrigens. Aber das mag daran liegen, dass ich um, keine Ahnung, 3, 4 Uhr eingepennt bin und mein Wecker ging um 6. Irgendwie. Ich habe jetzt schon keine Lust, da gleich anzurufen. Jetzt sind auch noch meine Hintergrundgeräusche aus. Grippe geht um. Ja, Covid geht auch um. Hallo? Können wir das Ambiente wechseln, oder? Was haben wir denn hier? Ist da wenigstens echt irgendwas oder ist das auch nur ein Foto? Echt? Geil. In der Kita sind 5 von 25 Kinder. Mein Sohn ist schon über einen Monat krank und nun hat er mich angesteckt. Ach du Scheiße. Die Impfung haut mich irgendwie unglaublich. Welche jetzt? Die Grippeimpfung oder die Corona-Impfung? Ich mache jetzt ein Startup. Feuchte Erde. Hilft zwar nicht bei Männergrippe, aber man gewöhnt sich schon mal an danach. Das Geile ist, ich werde jetzt hier Licht reinmachen und es wird sich gar nicht viel ändern. So dunkel ist das da draußen, weil das Wetter so scheiße ist. Guckt euch das an. So viel geändert hat sich wirklich nicht, oder? Wie ist denn die aktuelle Lage? Ah, okay, das darf mir jetzt wegen eingerichtet. Das muss ich mal anschauen jetzt eben. Alles klar. Alles klar. Das langt. Da hast du natürlich völlig recht. Aber ich finde, das kann man aber auch öffentlich sagen, oder nicht? Oder? Hast du das mitbekommen? Kuli TV geht davon aus, dass er durch die Corona-Impfung einen Schaden getragen hat. Siehe letzten Stream. Also ich weiß nicht, wer Kuli TV ist. Die Wahrscheinlichkeit, von der Impfung einen Schaden zu tragen, ist gen Null, glaube ich, ne? Ich bin kein Arzt. Deswegen kann ich dazu nicht sagen, ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Wenn dem so ist, war es trotzdem richtig, sich impfen zu lassen.
Das klingt immer hart. Aber es ist nun mal einfach richtig, sich impfen zu lassen. Es ist nun mal so. Wenn eine Krankheit 90% der Weltbevölkerung umbringen könnte und wenn sich alle impfen lassen, nur 1% stirbt, ist es immer richtig, sich impfen zu lassen. Ja, also deswegen, ich bin kein Arzt, ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass das an das, was auch immer ist, an der Impfung liegt. Ich weiß ja nicht, was er gesagt hat, was er hätte. Es ist einfach immer richtig, sich impfen zu lassen. Ich bin es halt auch leid. Ne? Ich weiß, dass es nichts bringt. Ne? Und da gebe ich auch vielen Leuten recht, den Leuten zu sagen, dass sie Idioten sind, aber ihr seid Idioten. Es tut mir leid. Ich bin es halt auch einfach leid. Ich bin die Diskussion müßig. Ich bin diesen puren Egoismus, den diese Leute, die sich nicht impfen lassen, weißt du, sollen sie alle von der Brücke springen, wenn sie wollen. Das ist mir total wurscht. Ja, ist ja deren Entscheidung. Ne? Aber wenn du die Leute, die gerade irgendwie sich irgendwas angucken von der Brücke, mit runterreißt, dann ist das scheiße. Und am allerschlimmsten, und deswegen gucke ich auch im Moment gar nicht irgendwie großartig auf Twitter rum, sind diese Bilder von Nazi-Deutschland, bei denen Juden auf der Straße angehalten worden sind und sich ausweisen mussten und ihren Stern vorzeigen mussten. Und das zu vergleichen mit der Lösung einer globalen Pandemie ist... unbegreiflich. Ganz so moin. Naja, und vor allen Dingen dann auch diese Österreich-Nummer spielen, weil Hitler aus Österreich kommt und sowas. Also, es ist einfach unfassbar. Du wünschst hier gerade Menschen den Tod, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Ja, moin. Lieber Marty McFly, wo habe ich denn das gesagt? Wann habe ich denn gerade eben gesagt, ich möchte, dass du drauf gehst, weil du dich nicht impfen lässt? Habe ich nie gesagt. Ich habe gerade eben nur gesagt, dass wenn Leute meinen, dass sie sich nicht impfen lassen, sollen sie das machen. Ja, das ist das Gleiche, wie man will von einer Brücke oder von einem Haus springen. Nur wenn man Leute dabei runterzieht, mit runterzieht. Du hast gesagt, die sollen von der Brücke. Schreib ich nicht. Laber keinen Scheiß. Ich habe gesagt, sich nicht impfen zu lassen, ist das gleiche wie von der Brücke zu springen. Sollen sie alle machen, ist deren Entscheidung, aber damit Leute mit runterzuziehen, ist falsch. Ach komm, okay, das war's. Einfach löschen, bitte. Lass dich impfen, Marty. Das ist das Allerschlimmste. Das ist das Allerschlimmste, dass diese Leute einem dann halt noch solche Sachen unterstellen. Und in dem Moment, wo man ihnen alle Argumente nimmt, Langzeitschäden, Scheiß und so weiter und so fort, und RNA ist nicht gleich DNA und oh, das ganze Geseier, dann steht da zum Schluss, aber du hast trotzdem gesagt, wir sind scheiße und das ist alles gelogen. Jeder soll für sich selbst entscheiden. Bin auch der Meinung, dass Geimpfte viel mehr Freiheit haben sollten. Du,
wenn Leute sich dafür entscheiden, zu Hause zu... Ich weiß halt nicht, wie man es mit dem Arbeiten machen soll, ne? Wie kannst du auf einen Arbeitsplatz gehen und andere Leute gefährden? Dann muss man die Leute halt auch feuern, wenn sie nicht von zu Hause arbeiten können. Wenn sie von zu Hause arbeiten können, dann halt das irgendwie, ne? Aber ich weiß nicht, wie Konzerne das dann handhaben sollen, wollen. Ich weiß es nicht. Ich wünsche ja keinem die Arbeitslosigkeit oder irgendwie sowas. Aber, das ist... Liebe Einhornkotze, das ist so schön gesagt. Dieses permanente Suhlen in der Opferrolle. Es ist so... Das macht mich so wütend, traurig. Oh. Es ist so furchtbar. Welch friedlicher Morgen, guten Morgen. Du, super, alles cool. Ne? Out of my way, um die Leute geht's doch gar nicht. Ne? Und das ist halt auch so ein Satz. Ne? Das ist kein Argument. Jeder von den Leuten, die dafür sind, weiß, die müssen wir schützen. Es geht doch genau darum, die Leute zu schützen, die sich nicht impfen lassen können. Wenn alle anderen 95% sich impfen lassen, dann wird denen auch ganz wenig passieren. Darum geht's ja. Ne? Mir ist das völlig klar, dass es Leute gibt, die das nicht können. Ist mir völlig klar. Und genau deswegen müssen sich alle impfen lassen. Ist auch kein Argument. Immer schwierig, aber auch einige der Geimpften tragen zum Teil, dass sie wieder ganz normal und feiern gehen, keinen Abstand mehr halten oder ähnliches. Die denken auch, sie haben die Wunderheilung bekommen und müssen sich an nichts mehr halten. Und ja, bin selber dafür geimpft, sie sind nicht alle... Ja. Ich warte nur auf den nächsten Lockdown. Ich glaube nicht, dass es für Geimpfte noch einen Lockdown gibt. Wie erkläre ich denn in der Schule, wenn mein Vater oder und meine Mutter sich zum Deppen machen als Impfgegner? Am besten noch mit dem Spruch, wir sind das Volk. Wie peinlich. True Lies Boy, mach's gut. Ja, ich stream diese Woche Samstag und Sonntag und nächste Woche auch dann wieder ab Samstag. Ich brauche einfach die Zeit, es hilft nichts. Jeder dritte Corona-Intensivpatient ist voll geimpft. Im Leben nicht, Christopher. Also, als ich das letzte Mal... Michael, vielen Dank. Guten Morgen. Dankeschön. Guten Morgen. Also, bevor du hier irgendwelche Scheiße raushaust, ne, wo steht das? Wo steht das? Ohne Scheiß. Und Christopher, das meine ich jetzt, wenn das ein Witz sein sollte, dann ist es ein Scheißwitz. Das stimmt nicht. Stimmt einfach nicht. Wo steht das? Wo steht... Du kannst... Ohne, für sowas schmeiß ich dich raus, Alter. Du kannst hier so eine Scheiße... Das sind die allerschlimmsten Leute, die hier reinkommen und so einen Scheiß behaupten und so einen Mist verbreiten. Ohne Witz. Das ist überhaupt nicht lustig. So ein Bullshit. Also, das würde mich schon sehr... Da müsste innerhalb von 2 Tagen sich alles geändert haben. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Wenn von 100% Intensivfällen 90% nicht geimpft sind und 10% geimpft sind, die 10% kommen aus einer Gruppe von 60 Millionen. Ist da falsch, von 50 Millionen und die 90% kommen aus einer Gruppe von 30 Millionen.
Dürft ihr auch nicht vergessen, ne? Dürft ihr nicht vergessen. Wenn 10 Leute von 100 aus einer Gruppe von 60 Millionen sind und 90 Leute von 100 aus einer Gruppe von 20 Millionen sind, ihr wisst, was ich meine. Jeder Dritte über 60 steht auf der offiziellen Seite der Corona-Warn-App. Dann soll halt jeder, der über 60 ist, auf der Seite stehen. Das verstehe ich nicht. Also was daran weiß ich nicht. Habe ich auch gesehen, Madusch. Impfdurchbruch, Krankenhaus, schwerer Verlauf. Wir können uns das ja mal angucken. So, jetzt müsst ihr mich besser verstehen. Dann gucken wir uns noch mal an, was da steht. Es würde mich ja schon sehr wundern, wenn auf dem WDR steht, dass jeder Aussage gerade eben war, jeder dritte Fall auf der Intensivstation ist doppelt geimpft. Von Christopher Lloyd. Darf ich dich rausschmeißen, wenn das nicht stimmt? Okay, alles klar, pass mal auf, jetzt gucken wir mal. Doppelt geimpft und trotzdem krank. Warum gibt es so viele Impfdurchbrüche? Immer öfter stecken sich auch geimpfte Menschen mit Covid-19 an, landen sogar in der Klinik. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber, die Impfung bringt trotzdem was. 5 Millionen erfasste Covid-Infizierte seit Beginn der Pandemie. Ich schiebe mich mal hier nach links. Warte. So, nach rechts. So. Und ein Ende ist nicht abzusehen. Die vierte Welle rollt und baut sich immer weiter auf. Wir stehen erst am Anfang eines harten Winters, befürchtet Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die Welle, die wir vor uns haben, wird alle bisherigen Wellen in den Schatten stellen. In Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder sogar den Corona-Katastrophenfall ausgerufen. Die 7-Tages-Inzidenz liegt mit 454,9 weit über dem Bundesdurchschnitt. In 3 Landkreisen ist sie auf 1000 gestiegen. Cool. Jeder dritte Corona-Intensivpatient ist voll geimpft. Das hier erstmal. Gleichzeitig steigt die Zahl der Erkrankten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Am 14. November waren es etwas mehr als 3000 Menschen. Darunter sind wahrscheinlich auch viele Geimpfte. Zahlen für November liegen zwar noch nicht vor, aber im Oktober war jeder dritte Intensivpatient über 60 Jahren. Doppelt geimpft. Bei den 18 bis 59-Jährigen lag die Quote bei 12,5%. Also hast du mir gerade einen Link geschickt, der dir selber... Also hatte ich recht? Christopher. Also pass auf.
Ist das jetzt ein Spaß, oder? Verstehst du das nicht? Dass du hast uns gerade den Beweis geschickt, dass du nicht recht hast. Ist das ein Spaß von dir? Also pass auf, wenn das jetzt ein Spaß sein soll, dann sag's jetzt, dann vergesse ich das und alles ist gut. Aber Alter, das ist nicht dein Ernst, oder? Pass auf, mach das nie wieder, sonst schmeiß ich dich raus. Mein Ernst. Mach das nie wieder. Das Einzige. Mein Mikro noch umstellen, glaube ich. Das Einzige, was an der Aktion vielleicht wichtig ist mitzunehmen, ist, ja, Horschen, brauche ich doch gar nicht. Ist doch Quatsch, sowas. Das Einzige, was man aus dieser Aktion mitnehmen sollte, außer, ich meine, das tot ernst. Ich meine, das tot ernst, Christopher, noch so ein Ding und ich schmeiße sie einfach raus. Das ist nicht lustig. Sowas. Was man dadurch lernt, ist, dass Leute so dämlich sind, dass sie nur das lesen. Und fertig. Das nicht komplett lesen, nicht versuchen, das nachzuvollziehen. Ne? Vielleicht sind manche Sachen halt auch einfach scheiße geschrieben. Ne? Das muss man auch sagen. Es ist auch, also, wenn das jemand gegengelesen hätte, ja genau, Dizzy, das wollte ich gerade sagen. Einfach diese eine Zeile da stehen zu lassen, ist halt auch falsch. Ne? Darf man eigentlich auch nicht. Wundert mich auch, dass die Zeile da so steht. Hast du vollkommen recht. Trotzdem, Christopher, du musst dir das komplett durchlesen. Das ist wie beim Pokern. Wenn du den Kartengeber fragst, also einer setzt und sagt All in und schiebt seine ganzen Chips in die Mitte. Und der Dealer, der Kartengeber, zählt und sagt All in 150.000. Und du sagst Call und in dem Moment sagt ein anderer Spieler, Moment mal, das sind doch keine 150.000. Und der Dealer guckt noch und hat einen Stapel übersehen und es sind 250.000. Ist es ein Call? Du bist dazu aufgefordert, immer mitzuverfolgen, was Sache ist. Ne? Regeln. Ja, ist ja richtig. Ist ja richtig. Aber du kannst... Becky, viel Spaß. Schön, dass du da warst. Ist ja richtig. Das Einzige, was blöd geschrieben ist, ist die eine Zeile. Aber trotzdem kannst du nicht in den Chat reinkommen und das behaupten. Kannst du nicht machen. Sowas kannst du nicht bringen. Und wenn er das wirklich ernst gemeint hat und ihm das gerade nur zu peinlich ist, dann ist es vielleicht aber auch wichtig, dass man halt sowas mal zeigt. Ne? Mal zu meinem Banktermin, viel Erfolg euch heute und Leute, lasst euch impfen. Big Grolko, viel Spaß, viel Glück, wie auch immer. Ich muss in einer halben Stunde auch telefonieren mit meinem Steuerberater. Ich habe keine Ahnung, was dabei rumkommt. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock. Ich würde gleich das hier gerne wieder ausmachen, alles dunkel machen und mich erstmal nochmal hinlegen für 4-5 Stunden. Ich finde trotzdem der öffentliche Rundfunk überhaupt nicht, Annie. Sehe ich ein. Ich finde das scheiße von Christopher, dass er das so raushaut. Vor allen Dingen, weil es ein Spaß ist. Hätte er jetzt gesagt, ich habe das echt so verstanden, scheiße, tut mir leid, hätte man ihm sagen können, Alter, du musst dir das angucken. Aber so finde ich das kacke. Kannst du so nicht machen, Alter. Und wenn du gerade nur so getan hast, weil es dir zu peinlich ist, muss dir nicht zu peinlich sein. Das ist ein super Beispiel dafür, dass man Leute irgendwie
wie man mit Leuten umgeht heutzutage in diesem Moment. Gerade beim irgendwo lesen und einfach direkt so unten nachzudenken, regt mich zur Zeit nämlich richtig auf. Kennt ihr das Meme, wo vermeintlich aufgeklärt wird, Stau ist die Abkürzung für stehende Autos? Was? Leute, das Wort Stau gibt es länger, als es Autos gibt, aber die Menschen so. Was? Hab ich noch nie was von gehört. Und der Stausee ist dann was? Sind 2.750. Das hier ist Deutschland. 80 Millionen People, ja? So viel sind nicht geimpft. So viel sind geimpft. 3000 Intensivfälle. Davon kommen 2850 aus dieser kleinen Gruppe und 150 aus dieser Riesengruppe. Merkt ihr was? Der Christopher Lloyd ist vieles, aber kein Lieber. Aber du kannst, man muss, hoschen. Du musst den Leuten sagen, dass sie, das, ist mir egal, wenn du hier reinkommst und schreibst hier, jeder zweite an Corona Erkrankte auf der Intensivstation ist geimpft, dann sage ich dir auch, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Ne? Also, du kannst sowas nicht behaupten. Ich möchte jemandem wie dem Christopher ganz deutlich und klar machen, dass er das nicht kann und dass, wenn er so etwas glaubt, dann kann er vielleicht in den Chats sagen, ich habe das gerade gelesen, ist das richtig? Ja, da habe ich gar kein Problem mit. Ich bin mir sicher, in meinem Atlas sah Deutschland anders aus. Das ist ein, wie nennt sich das? Nicht Kurvendiagramm, ein Kuchendiagramm, oder? Ist das Kuchendiagramm? Ich habe keine Ahnung. Tortendiagramm. Amen, Schwester, Bruder. Sollte auch kein... Habe ich auch gar nicht so genommen. Als Angriff. Also, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Aber ich nehme es Christopher ja auch gar nicht übel. Ich nehme ihm übel, dass er einfach solche Behauptungen aufstellt. Vielleicht gibt es andere Leute oder andere Streams, weißt du, wo Leute das einfach so schlucken. Und das ist halt falsch. Ne? Jetzt kommt gerade Werbung. Ich habe ihn ja auch nicht rausgeschmissen. So, aber ich versuche jetzt mal eben kurz zu telefonieren. Ich mache euch mal kurz leise und Musik an. Bin sofort wieder da. Them bells and frolic, oh by gosh, some stolly eggnog, gin and tonic make Yuletide gay and jolly. Same procedure every year, I just can't get enough. I drink till Rudolph reappears, a toast to him, that red-nosed deer. Jingle them bells and frolic, it's the best day of the year. Come fly with me now, Rudy. I'm loaded. And minutes till the last week of December. For me, the Christmas spirits flow as early as September. It's the best of seasons. Come and raise your glass and sing. No need for other reasons. Glory to the newborn king. I drink to Santa and his helpers too. Here's to mistletoes and here's to you. Jingle them bells and frolic, come, let's sing and dance and cheer. It's the best time of the year, the best day of the year. Yes, it is the best day of the year. Hear, hear. Ding dong, ding, them bells are playing loud and clear. Dong, ding dong, they're saying it's that time of year. For dreams of snow and stolen kisses neath the mistletoe. For kids from 1 to 96 with eyes and hearts aglow. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Yuletide carol choirs, angels in the snow, chestnuts, open fires, lights from long ago. Hark the herald, all ye faithful, golden days of yore. Listen to the same old songs 1,000 times and more. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time.
of snow and stolen kisses, neath the mistletoe, to celebrate that toddler born 2,000 years ago. Ding dong, bells they chime, for now it's Christmas time. Ding dong, ding, them bells are ringing clear and bright. Dong, ding, doggone bells, they ring throughout the night. You spouse of kin and child of sibling, come and gather near. Eat and drink, invade my house like every single year. Ding dong, I'm insane, it's Christmas. Sin tus caderas no puedo cantar, sin tus caderas no puedo gozar, sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar, sin tu cadera mi melodía no vale nada, sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas, sin movimiento, mi ritmo y música va a parar. Sin tu cadera, mi melodía no vale nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Pa' la sierra! Ach, Leute.
Das hier ist an, Mikro. Das hier ist übrigens das Gesicht. Wenn das ist Worst Case, das ist so wie es immer ist, und das ist das Gesicht. Oh, wenn mal das Beste passiert, was passieren kann. Ey. Also für mich das Beste, was passieren kann. Oh. Leute, da rufe ich gerade dreimal die Nummer an, die ich habe. Es geht keiner ran. Ich schon hier. Puls, ne? Dann gehe ich auf die Internetseite und sehe, die Nummer vom Sekretariat ist eine andere. Das heißt, ich hatte die Nummer von dem Typen, der für mich zuständig war. Und da ist keiner rangegangen. Ich im Sekretariat angerufen, sofort die Frau Ostermann, die ist cool, sofort rangegangen. Ich habe dann gefragt, ob der Chef kurz Zeit hätte oder ob wir einen Termin zum Telefonieren abmachen könnten, weil ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe oder wie auch immer. Rangegangen, super nett, so wie er eigentlich immer ist. Ich habe gerade auch gesagt, mal einfach miteinander reden. Und ich dann, du, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Ich habe und er so, oh, pass auf, Olli, ich unterbreche dich. Ist ganz einfach, liegt nicht an dir, ich habe den anderen Typen gefeuert. Ich bin ehrlich, wundert mich nicht. Aber da könnt ihr mal wieder sehen, was ich für ein Glück habe. Ich kriege den Mitarbeiter ab, der Scheiße baut. Ist das auch geil, ne? Und das war wahrscheinlich nicht nur bei mir so, sondern bei anderen Leuten auch so. Und jetzt hat der streamt ja auch, der Kollege, gesagt, er hat uns verlassen. Und diese oder nächste Woche meldet sich die Kollegin, die dann für mich zuständig ist. Es liegt nicht an mir. Ich habe keinen Mist gemacht. Yes! Das ist schon mal eine schöne Sache. Heißt für mich aber, dass wir machen das trotzdem so. Wir machen das trotzdem so. Wir machen uns einen schönen Samstag-Sonntag. Ich werde euch da noch immer Instagram, Art and Games, das bin ich, folgen. Wir machen uns einen schönen Samstag-Sonntag. Oh, freue ich mich gerade. Ihr habt keine Ahnung, wie das ist, wenn man selbstständig ist, sich gerade so über Wasser halten kann und dann Angst hat, dass man Angst und dann Angst haben muss vom Fiskus. Leute, ihr habt keine Ahnung, wie das ist. Vielleicht ein paar. Oh. Jetzt geht's wieder. Oh, Junge, Junge, Junge. Trotzdem machen wir das so. Ich möchte euch halt was auf die Beine stellen, was sich gewaschen hat. Mach dir mal ein Bierchen auf. Nee, hast mal am Tag geguckt? Also, wie gesagt, es ist ja eigentlich keine Pause. Es finden nur keine Streams innerhalb der Woche, diese Woche, nicht statt. Und Montag bis, vielleicht machen wir sogar Freitagabend was, das weiß ich aber noch nicht. Aber geht mal davon aus, dass es, was sind das für Daten? Wir werden im November nur noch am 20., am 21., am 27. und 28. streamen. Ja, okay, dann vielleicht am 29., 30. auch. Nein, doch. Oh. Chiara, vielen Dank. Oha, 17 Monate schon, Olikos. Du wolltest sowieso Pause wegen der Art Games nehmen, oder? Ja, aber nicht so, aber ich schaff's. Ich. Wisst ihr, ich möchte am liebsten
Am liebsten möchte ich euch am 27. erzählen, was ich alles gemacht habe. Und ich möchte, dass am 5. 6. Dezember eine Internetseite steht. Warte jetzt mal ab. Aber ich möchte, dass jeder einzelne von den Leuten, die gerade zuschauen, kommt. Ich möchte, dass jeder von euch mindestens eine Person mitnimmt und noch zwei weiteren Bescheid sagt und die sollen das genau gleiche machen, denn ich weiß noch nicht, wie teuer es ist. Ich muss das noch durchgehen und so weiter und so fort. Aber es wird günstig. Preis-Leistung wird ein Knaller. 10. bis 12. Juni. Und ich will, dass das für alle... Es soll eigentlich ein Community-übergreifendes Community-Treffen werden mit einem geilen Rahmenprogramm. Und am Samstagabend spielt eine Megaband. 2G plus, was weiß ich, Anni. Keine Ahnung, was dann da bis dahin gilt. Ne? Es wird auf jeden Fall stattfinden. Ne? Und da werde ich mich ab heute Nachmittag dran setzen. Halt. Kann ich nicht, Tinker. Kann ich einfach nicht. Wenn das hier jetzt läuft, dann gucke ich die ganze Zeit auf den Chat. Ich kann das nicht. Es geht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Also, nicht weil ich das technisch nicht kann. Ich könnte die Kamera irgendwie so hoch machen. Ich könnte die da in die Ecke stellen und einfach laufen lassen. Aber was bringt euch das für einen Mehrwert? Das ist ja Quatsch. Und ich kenne mich. Ich würde die ganze Zeit in den Chat gucken. Deswegen mache ich das ja. Fleisch auf und moin. Heißt, geiles Rahmenprogramm, wir sind alle nackig, frag für einen Freund. Ja, also es ist selbstverständlich eine FKK-Veranstaltung. Ne? Also sobald du in den Teil der Arten Games kommst, für den man eine Karte braucht, kriegt jeder seinen Spinnschlüssel, ne? Und dann... So fehlen dir doch bestimmt für den Monat Einnahmen. Ich denke ja. Ich schätze mal 1000 Euro. Aber... Tinker, ich kann es nicht ändern. Was soll ich denn machen? Wenn ich diesen Monat nichts verdiene, dafür aber 1000 Tickets verkaufe und die Arten Games dahin schiebe dieses Jahr, also für nächstes Jahr, dass die 23, 24, 25 ausverkauft ist und die Leute sich die Finger danach lecken, zu der Veranstaltung zu kommen, dann ist doch alles in Ordnung, ne? Boah, die sieht man, sein Bart ist im Weg. Ja, Twitcher-Tinker, was soll ich denn machen? Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Naja, Sasu, es geht ja gar nicht. Es geht ja gar nicht. Du kannst ja mal... Wir gucken es uns zusammen an. Warte, pass auf. Wir gucken es uns zusammen. Ich schalte mal wieder das Mikro. So. Guten Morgen. Na? Wo sind wir denn? Da! Guten Tag. So.
So, wonach gucken wir denn mal? Wir gucken nach Wait for it. Wir gucken nach Das war's, glaube ich, oder? Der Rechner ist so langsam. Müssen wir auch unbedingt mal was machen. Jetzt. Das ist der große Saal, ne? Könnt ihr mal ungefähr sehen, wie groß der große Saal ist, ne? Nur mal so, just saying, ne? Das wird der Hauptsaal. Das ist der Vorraum vom Hauptsaal. Kleine Bar. Ja, und das ist die Zeche Zollverein übrigens. So, dieser Platz, ne, ich war ja auch schon live da, Leute. Ne? Dieser Platz gehört auch uns. Dieser Platz hier gehört uns. Hier werden Foodtrucks stehen und so, ne? Und hier drunter, das gehört auch uns. Wie ihr seht, es ist alles natürlich überdacht. Das heißt, sollte es regnen im Juni, ne? Hier drunter werden auch genug Sachen stattfinden, ne? Da geht's dann rein zum Beispiel. Na, komm schon. Und bis hier vorne, na, bis hier vorne geht unser Platz. Ne? Wenn jemand wie Gronkh kommen sollte, ne, dann würdet ihr das nicht wissen. Dann würdet ihr das nur wissen, wenn ihr da seid. Weil ich damit keine Werbung machen würde, weil ich denen auch einen Spaß gönnen würde, mal auf einer Veranstaltung zu sein, wo man nicht irgendwie erschlagen wird, sozusagen. So, wo kann man jetzt hier, wo geht's? So, hier, ne? Also, das hier draußen haben wir Moin Chakotay. Bist du ein Gott? Was ist denn dein Geburtstag? Wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja! So, und das hier ist die Halle 12. Ne? Komm schon, hallo. Das ist die Halle 12. Ne? Da grätsche dann hier rein. Hier rein wird noch jeder können. Aber dann geht's hier halt, ist es hier? Ja, hier geht's halt rein. Hier vorne wird schon was stattfinden, ob wir hier eine Bar aufbauen oder hier eine Bühne aufbauen oder so, ist schon mal das eine. Klos. Und dann hast du halt hier rechts den ersten kleinen Saal. Und dann geht es hier die Treppe hoch. Haben sie ein bisschen zu genau gemacht, finde ich. So, hier hast du einen Mittelstock, ne? Hier guckst du halt runter. Da sind wir gerade reingekommen. Dann hast du hier kleine Räume. Hier so ein, zwei, na, komm schon. Ein, zwei kleine Räume. Da werden, kann man da rein? Komm. Aufs Klo will ich nicht. Kann ich da rein? Ich kann hier nicht rein. Da sind so ein, zwei kleine Räume, da kann man Klo. Da kann man auch noch Dinge stattfinden lassen, wie zum Beispiel, wenn jemand absolute Ruhe haben will, Lesungen halten will oder was weiß ich nicht was. Das wird ein spezieller Zwischenstopp. Aber dann gehst du halt hier hoch. Dann hast du hier einen Riesenraum. Das ist ein Vorraum. Hier kannst du noch, hier siehst du auf die ganzen alten Zechenmotoren und sowas. Ne? Das ist halt schon ziemlich geil. Und hier wird auch einiges stattfinden. Was wo sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, was es ist. Das ist der Vorraum. Und dann hast du halt hier die beiden Türen in den großen Saal. Und dann kommst du halt rein. Ne? Hier, das ist die Tür. Dann kommst du halt hier rein und dann hast du den Saal. So ist er nackig. Ne? Und dann kannst du dann, du kannst das hier abtrennen, du kannst da die Bühne aufstellen und so weiter. Gibt es einen Streamer-VIP-Bereich? Nein.
Es gibt ein Zimmer, wo wir uns zurückziehen können. Ne? Die Leute, die was machen und so. Logisch, weil wir da von morgens bis abends arbeiten und so. Wo wir uns umziehen können und so. Aber die Sache bei der Veranstaltung, das Besondere bei der Veranstaltung, ne, ist ja, dass wir euch nicht um 17, 18 Uhr rausschmeißen und uns dann selber einen saufen und uns total toll finden und uns gegenseitig die Bäuche reiben und so. Sondern, dass wir Programm machen, also das Hauptprogramm, also das feste Programm geht bis 18, 19, 20 Uhr. Wenn Leute dann, die vor Ort sind, sich dazu entscheiden oder weil sie auch sonst Nachtsprogramm haben, weiter Programm zu machen, können sie das gerne tun. Aber wir feiern mit euch zusammen am Freitagabend und Samstagabend. Ne? Und das ist halt das Schöne. Also das ist halt hier der riesige Raum und dann geht es hier die Treppe runter wieder auf den Vorplatz. Ich möchte damit nur sagen, hier kann man sich den dann von der anderen Seite angucken. Mehr ist es nicht. Also, man hat mir gesagt, 2.500 Leute, 2.500 Tickets kann ich verkaufen. Und, ich kann ja wieder umschalten, ne, oder? Warte. Yeah, baby! Generell hier Zeche Zollverein. Das ist die Zeche Zollverein. Also, das ist schon geil. Schaut euch das alles an. Es ist ein absolutes Privileg, dass wir dahin dürfen. Es ist wirklich, wirklich einfach geil. Ja, ja, also ich hoffe am 6.12. Oder, also allerspätestens wird sowieso alles feststehen am 20.12. Das heißt, wir haben ungefähr noch ein halbes Jahr Zeit. Das, was Fleischhaufen sagt. Ja. Wird die Arten Games Thunder? Ich habe keine Ahnung. Das hängt doch nicht von mir ab. Und wenn es von mir abhängt, dann auf jeden Fall würde ich G2 mit Arno machen. Weil ich einfach keine Leute gefährden will. Was? Olli, das kannst du doch nicht machen? Doch, kann ich. Du Fleischhaufen, das mit der Webseite, das klappt schon. Es ist nur das eine, eine coole Webseite zu haben, wenn man da nichts draufschreiben kann, dann ist das halt scheiße. Wird immer mehr. Ne? Am Anfang die Leute, die sich beschwert haben, hatten 3 Werbungen, dann 4 Werbungen, 5 Werbungen, habe ich auch schon mal immer schon gesagt. Ich habe bis jetzt, glaube ich, ein einziges Mal 5 Werbungen gehabt. Jetzt sind es schon 6 Werbungen. Wir gucken mal, wann Anni wieder da ist, Paddy. Party Daddy. Paddy. Die Antwort war ja.
Auf dem TV habe ich Werbung, auf dem Smartphone nicht. Olli, bin ich 4 Wochen doch Profi-Mediengestalterin. Ich mach dir die Seite. Danke, nein. You're obese. What? Annie. Jetzt hast du 6-mal Werbung gesehen und hörst die Antwort nicht. Das ist traurig. Annie, hast du einen Prime-Sub übrig? Dann musst du dir die Wiederwerbung angucken. Benmi, ist jemand da mit dem Schwert, der kurz Cone 2K17 bannen möchte? Hatte mal 8-mal Werbung, ist okay für mich. Naja, es ist halt nicht länger als 90 Sekunden, ne? Was willst du machen? Möchte irgendjemand, kann irgendjemand hier Cone 2K17? Oh, Yummy! Ja. Ja, der Monat, war wirklich kein Disrespect, sorry. Ja, Annie, pass auf, das weiß ich. Und das weiß ich bei allen anderen, die das schreiben, auch. Ja, aber du musst halt, du musst halt Fleisch schaufen, vielen Dank. Du musst das halt auch aus meiner Sicht mal sehen. Ich mache das nicht, weil ich das möchte, sondern weil ich es muss. Ich muss irgendwo Werbung schalten. Wenn ich das nicht mache, dann kommt sie am Anfang und das finde ich scheiße. Für neue Leute, die reinkommen und sich einfach mal angucken wollen, wer ich bin, was ich mache, wieso und sowieso und überhaupt, ist das scheiße. Und wenn dann ständig von irgendwelchen Leuten kommt, jetzt habe ich schon wieder 5-mal Werbung, jetzt habe ich schon wieder 6-mal Werbung, jetzt habe ich 28-mal Werbung. Dann ist das halt auch scheiße. Ne? Ich meine, ist nicht schlimm jetzt, aber ne? Und jetzt hast du auch noch gebettelt. Und auch noch eins bekommen. Annie. Jetzt musst du dich schon ein bisschen schämen hier und so, ne? Ist doch alles gut. Sind halt die Regeln auf Twitch. Ich kann es nicht ändern. Leider kann ich es nicht ändern. Annie, jetzt hast du auf jeden Fall keine Werbung mehr. Fleischhaufen, vielen Dank. Das ist großartig. Ja, also. War auch geil. Jetzt habe ich dich in der Hand. Ist auch geil übrigens. Ja. Also rechnet mal damit, dass an Nikolaus, 6.12. Ich habe gestern einfach mal so durch, von 10 Leuten habe ich am Start Werbung gesehen. 7-mal, also in dem, was? Von 10 Leuten habe ich am Start Werbung gesehen, 7-mal, ach so, bei 7 von 10 Leuten hast du am Start Werbung gesehen. Okay. Mein 5-mal Werbung zieht wohl nicht. Sivox, du bist eklig. Wenn du wenigstens einen Haufen Werbeeinnahmen hättest, wäre es auch okay. Ja, das ist es ja gerade. Also, ne, das wäre schon schön, wenn das so ist. Vor allen Dingen diesen Monat. Also, guck mal, ich habe 6 Tage nicht gestreamt wegen meiner Mom. Und jetzt werden wir 10 Tage nicht streamen, weil ich die Arten Games organisieren will und muss. Ich habe keine Ahnung. Es wird ein furchtbarer Monat. Vor allen Dingen, wenn ich mir jetzt noch vorstelle, jetzt hat mein Steuerberater zum Glück den richtigen Schritt gemacht und diesen Typen gefeuert. Aber das ist der Typ, der wahrscheinlich versaubeutelt hat, dass ich meine 3.100 Euro wiederkriege. Geil, oder? Chiara, vielen Dank. Subs bekommen momentan auch vereinzelt Werbung. Echt? Das tut mir leid, da kann ich gar nichts für. Also, Subs und Mods dürfen hier keine Werbung bekommen. Eigentlich gar nicht. Jetzt tut der Sivox so. Ach Mensch. ...275 Gift-Subs. Ist halt auch schon ein bisschen krass, ne? Chiara, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich das kann, nicht streamen. Aber ich muss. Ich muss.
Ich muss mich um den Scheiß kümmern. Vielleicht machen wir Freitagabend schon mal. Ich muss mich einfach um den Scheiß... Glaubt mir, ihr werdet, wenn es alles nur halb so hinhaut, wie ich mir das wünsche, dann werdet ihr, kann man Twitch-Subs auf der Steuererklärung abgeben? Ja, kann man. Also ich kann das als Werbung abgeben. Flesh Hofer Note ein Fuck Mal 50 Euros Oren and Denzaun, da ein Gii. Smile 50 Euros. Monate gerettet. Alter! Da juckt direkt mein rechtes Ohr. Wenn mein rechtes Ohr juckt, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Da muss ich sofort Ohr kratzen. Kennt ihr das? Lieber Fleischhauken, vielen Dank, Mann. Das ist echt... Das ist echt verdient! Vielen Dank! Dankeschön, Mann. Wenn du glaubst, dass ich mich dafür nackig mache für dich, dann hast du recht. Ab 50 Euro funktioniert das. Und glaub mir, der Bart kitzelt auch noch an ganz anderen Stellen. Vielen Dank, Mann. Und Seavox, das ist so dämlich, das, was du da sagst, dass mir da gar keine Antwort drauf einfällt. Ich weiß nicht, was du machst, Seavox. Sagen wir mal, du arbeitest im Einzelhandel, ich habe keine Ahnung. Oder im Büro und fängst morgens um 8 Uhr an und bist um 17 Uhr fertig. Und hast den ganzen Tag lang die intensivsten und schlimmsten und komischsten und wichtigsten Gespräche geführt und kommst dann, musst dann eine Stunde nach Hause fahren und bist dann um 18 Uhr zu Hause und gehst dann auch ganz entspannt für 6 Stunden online. Ja, ja, genau. Ab 50 schon, dachte erst ab 100. Annie, was ich für 100 mache, ist... Da muss ich den Channel auf Sub-Only schalten, glaube ich. Und wir reden hier nicht vom Subscriben. Ne? Vielen Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Also, Seavox, das ist dämlich, Mann. Ohne Scheiß. Du kannst doch abends ganz entspannt online gehen dann. Nee, kann ich nicht. Kann ich eben nicht. Wenn ich den ganzen Tag mir den Arsch aufreiße und Sachen organisiere und vor allen Dingen... Das ist ja nicht nur telefonieren, sondern ich muss ja hier auch Sachen, ich muss Sachen im wahrsten Sinne des Wortes organisieren. Der Wolven kommt zum Beispiel vorbei, setzt meinen Rechner neu auf. Und so weiter und so fort. Und das kann ich nicht. Das geht einfach nicht. Geht mir nicht um 6 Stunden. Nee, echt nicht. Nee, das ist genau das, was ich meine. Nee, ich rechtfertige mich dafür gar nicht. Es geht nicht. Ich muss da einfach mal meine Ruhe für haben. Fertig. Das ist ja... Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Aber ich setze mich ja normalerweise nicht hier hin und mache einfach nichts. Sondern ich mache mir Gedanken. Ich organisiere Leute fürs Taxi. Ich organisiere mir für den Mittwoch habe ich mir was organisiert. Ich überlege mir Themen für... frag mal den Onkel Pippi. Das ist nicht einfach. Du setzt dich da hin und dann mal gucken. Sondern ich habe ja einen gewissen Anspruch. Ich möchte ja auch gewisse Sachen haben und so. Und das ist dann schwierig, weißt du? Chatrubate. Chatrubate steht dann da immer Private Show. €50, vielen Dank.
das ist echt viel. Das ist ja das Schlimme, ich mache das ja auch noch gerne. Ich habe da ja Bock drauf, es macht mir so einen Spaß. Aber ich glaube, dass wir dafür am Samstag und Sonntag richtig Spaß haben werden. Nehmen wir meine Mutter noch mit dazu. Machen wir richtig Spaß. Ja, Sivox, da hast du natürlich recht. Ich könnte es einfach, ich lasse es einfach mal offen. Aber sei mir nicht böse, wenn es nicht funktioniert, ohne Scheiß. Sei mir nicht böse, wenn es nicht funktioniert. So, wir. Gucken jetzt nochmal eben eine Sache. Ist das der Wind? Ja, das ist der Wind aus dem Fernseher da. Leute, pass auf. Wir werden am Samstag und am Sonntag richtig Spaß haben. Das verspreche ich euch. Mit Musik, vielleicht machen wir wieder Karaoke, vielleicht machen wir ein bisschen anderen Scheiß. Was weiß ich, was wir alles machen. Wir werden was wir auf jeden Fall am Samstag machen, das verspreche ich euch, ist die PlayStation 5 an den Start legen. Und am Sonntag werden wir auch was kochen oder so. Aber ihr müsst mir jetzt die Zeit geben bis Samstag, Sonntag. Wenn ich bis Samstag, Sonntag schon alles erledigt habe, was ich nicht glaube, dann können wir nächste Woche auch noch mehr machen. Aber geht jetzt erstmal davon aus, dass diese Woche und innerhalb der Woche, der nächsten Woche, nichts passieren wird. Und jetzt gehen wir rüber zu einem bärtigen, ekelhaften Monster. Und wir sehen uns am Samstag. Wann am Samstag, weiß ich noch nicht. Gucken wir einfach mal. Dank für alles. Fleischhaufen, vielen Dank. Jara, ach, ihr alle, vielen Dank für Follows und Subs und fürs Dabeisein und für die tollen Worte und fürs Verständnis.